Heute gibt es endlich wieder ein großes 2 gegen 2 gegen 2 Duell im globalen Turnier. Das Chippeldorf Turnier ist am Start und wir haben uns zusammengeschlossen mit Karl, um gegen Morten und Flobby sowie Sam und Faust zu spielen. Wer das Ding am Ende gewinnt, das erfährst du jetzt. Bei 3 Niederlagen ist bereits heute das erste Team raus, damit heute mal ein bisschen mehr Action und Spannung drin ist. Und ich kann euch versprechen, das werdet ihr in diesem Video auf jeden Fall bekommen. Daumen nach oben und Abo lassen, wenn es euch gefällt. Und natürlich heute Abend auf jeden Fall im Stream dabei sein, sowie morgen früh um 8 Uhr morgens. Da casten wir die letzten beiden Stunden der Season, also einschalten. Und gerade zum Beginn der neuen Season würde es mich natürlich freuen, wenn ihr Corbix in Schaumann tragt. Kuss geht raus an jeden Einzelnen, der sich damit kostenfrei unterstützt. Und jetzt ganz viel Spaß. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr gegen Deutsche so spielt, vielleicht einfach mal den Screen zum wegzuklatschen. Ich klatsche den Screen. Ja, makes sense. Wieso bist du nicht ins Scotty? Ich bin ins Scotty, Scotty ist an. Wie gut war eigentlich der Inferno-Tour? Der war strong. Der war extrem gut, ich hoffe er ist... Ja. Splash. Ich glaube, du hast es gewonnen, Sam. Ja, das ist jetzt irgendwie suboptimal. Ja, die Idee nicht gewinnen war. Das denke ich auch. Das ist durch. Das war's. Nee, aber eine Bandit-Team mit dem Inferno-Tor zu verteidigen, das kann man halt machen, ne? Gegen das Format Trash! Alles okay. Hallo. Okay. Ich hab ja auch Blade, was ist los, Leute, hä? Wieso ist der bei 15 Siegen, hä? 15 Siege ist richtig schwierig. 15 Siege, dann kommen wir unmöglich. Rari. Was ist rausgeflogen? Hallo, Annie. Ah, die Elixierpumpe, ja? Die Elixierpumpe, das Gefühl kommt zu werden. Das war mir Annie gewesen in 3 Minuten, das ist ein Alzheimer oder was? Oh, ja, ich wurde verdickt. Ich hätte. Gefeuert. Er macht beides. Unfeuerball. Das ist geil. Warum nicht? Das hat ja keine Inferno-Tour mehr gegen die Band. Jetzt können wir reingehen, all in. Wir gehen all in. Wenn irgendwas setzt, gehe ich all in mit E-Buffs auf King. All in. Ich bin niemals verteidigt. Hey, können wir mal appreciaten, wie gut wir heute angefangen haben? Ja. Ja, wir sind nackt. Ja, aber sind recht pünktlich, sagen wir mal so. Ich aber auch Feuer unterm Arsch machen. Ja, natürlich. Am Ende. Aber ich find's auch gut, Digga. Wir müssen uns. Am Ende hat's geklappt. Der pünktlich. Am Ende hat's geklappt, ja. Robby ist halt der immer auch immer pünktlich bei Events und so immer aufsteht. Hey, Junge, natürlich bin ich pünktlich. Klar, wenn's wichtig ist, bin ich immer pünktlich. Stimmt. Wenn's wichtig ist, ja. Und selbst wenn, vergangene Fehler sind ja egal. Es geht ja darum, dass wir in Zukunft alle pünktlich beim GT. Ja, aber da hat man das Recht, Bixen auch einfach mal random zur Sau zu machen, ohne Grund. Das ist gut. Ohne Grund. Wie ohne Grund? Hä, ich bin der pünktlichste gewesen. Ja, weil ich was geschrieben habe, sonst wärst du fit gewesen. Flobby, danke, dass du die Welt rettest. Also, ja, ja Problem, da, Digga. Das ist. Das habe ich bis heute, das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Das ist. Digga, du schreibst die Gruppe, willst neu starten. Ich hab überhaupt nicht geschrieben, ich will neu starten. Du dichtest irgendwas dazu, hä? Joint. Das macht doch nie. 15 Mal, ob du schon einen Teil der Siege gespielt hast, du schreibst nichts. Und auf einmal sagst du, ja, ich hab schon 7 Siege. Und Job 15. Oh gut, rein Junge, ich war zuerst schwimmen und dann essen, während die erst gesprochen haben. Was soll ich denn machen, Junge? Ja, aber dann antwort doch kurz. Ich hab dir noch was gefragt. Du hast in der Gruppe geschrieben und du schreibst aber nicht auf meine Frage, ob du es rechtzeitig schaffst. Schreib doch einmal kurz. Ja, schaffe ich, bin bei 7 Siegen, alles easy. Dann wäre doch alles okay gewesen. Hä? Boah, ich hab richtiges Trash-Deck. Ich hab geschrieben 20 Füße. Egal, komm. Lass es einfach. Wir lassen es einfach. Lass es. Ey, yo, good luck, David. Molga-Champ. Also, das ist wirklich das schlechteste Deck, was ich jetzt im ganzen Draft hatte. Meine Win-Condition ist Goblin-Level. Hä, hey, warum kann ich nicht zuschauen? Faust, wie war dein Termin heute? Ey, der ist sogar gut gelaufen, ne? Hätte ich nicht mit gerechnet. Alter, geil. Hast du performt? Ich hab so gut performt. Holy shit. Du musst neu starten, Sam. Das ist ein Bug. Ich hab das auch gehört. Das ist das Bug. Ja, nice. Kommt der immer wieder heute? Ist das so ein Bug, den es immer wieder gibt? Oder ist das nur so... Welcher Bug? Man muss also das neu starten, das ist am Anfang nur, wenn du Clan joinst. Ah, okay. Sehr gut. Ob du heilige Mutter Therese, hast du was? Ey, der ist dran! Digga, also da wird aber viel Elixier committed. Muss man machen, manchmal. Kann ich du bist heute also PCR David. Ja, PLC. Der gute alte PCR-Test. Zu oft. Oh yes. Damit zu tun gehabt in letzter Zeit. Oh yeah, shit. Jo. Ne, die Elixierpumpe, okay.
Ja, gut. Du hast gut gedraftet. Mach weiter so. Da weißt du, dein Deck ist mega weird. Schau mal, was abgeht. Du bist komisch, Digga. Dein Deck ist übel scheiße. Ja. Willst du uns verraten, was du noch so hast im Deck? Lern mal draften. Ich hab noch einen Fischer. Ist gut. Ach so, ja, dann kann ich das alles wegholen. Aber guter Seppis-Pick, weil du hast auch Feuer bei das Spiel. Der und Seppis ist auch die underratedste Karte im Spiel, meiner Meinung nach. Gerade das stimmt. Nein, Ritter ist underrated. Der ist eh Ritter? Underrated. In Golem. Ja. Nein, in AG. In AG. Eisgolem in Golem. Bruder Barb, ja. Eisgolem, Golem mit Elixiergolem, Triple Golem. Das ist extrem gut, das Deck. Das spiele ich auch. Nee, ich hab 30.000. Wenn jetzt ein Echtbogen kommt, ja, okay. Junge, morgen ist schon Season End, ich komme gar nicht drauf klar. Junge, was ist mit unserer Wette passiert? Ja, Top 1000 reicht. Irgendwie ist gerade so viel. CRL, das GT. Ja, und dann bald ist wieder gar nichts, Digga. Ja, nach Season End? Wieder gar nichts, ich mag gar nichts. Nach der CRL-Quali, nach den nächsten 3 Tagen, ist vorbei. Sehr wieder tot. Was ist auch jetzt tot, obwohl so viel los ist. Irgendwie hast du kein Mini-Tank gegen X-Bogen, kann das sein? Ja, das Deck ist richtig scheiße, hab ich doch gesagt. Das ist schwierig, wow. Ja, streng dich mal an. Imagine, du verlierst das, wie geil wäre das? Egal, du gewinnst das. Gucken. Kannst du ja Crown Down spielen? Wow! Wow. Triple Golem Witch. Triple Golem Night Witch MK. Mit Hexe. Ich glaube, Crown Down wird an sich ein cooles Community-Event. Aber es bringt ja kein Content. Einzelnen Content. Ja. Ja, ist egal. So viel Content, wie wir gerade haben, können wir auch ein bisschen auf Content verzichten. Das stimmt. Ja, du hast eigentlich Pumpe genommen. Warum spielst du eigentlich die Pumpe? Ich weiß auch nicht, aber ich muss ja irgendwas spielen. Okay, aber du hast noch einen Golem, oder? Du hast noch einen Golem, oder? Ja, ich hab noch einen Golem. Ja, perfekt. Dann ist ja, dann ist alles okay. Warum spielst du den Golem nicht? Oh Mann. Kann ich einfach von X spammen? Du spielst einfach den Golem nicht, obwohl du ihn hast, das verstehe ich nicht. Ehrenhaft, Digga. Wir brauchen hier irgendwas. Oh, okay, wirf mal die so heutzutage. Wir brauchen Feuerball auf die Blutmaschine gar nicht. Oh, oh. Ja, stimmt, ja doch. Oh, gutes Gun, ja, auch gut. Ja, da schleicht sich gerade einige Fehler ein. Ja, der Alkohol. Der Alkohol, der Restpegel ist das, scheiße, Mann. Ja, das war ein Overextend. Super. Ja, kann Force gut punishen. Und jetzt kann ich es nämlich. Es hat mit der Pumpe gepunished. Warte mal, selber ihr seid cyclen. Ihr seid doch ein Team, oder? Hä, hey, wieso ist dein King überhaupt an? Oh, hey. Firecracker, lost. Oh, stimmt. Geht ja. Ja. Oh Mann. Ja. Gutes Gami, ja, das ist der Pegel. Oh nein. Das ist doch schlechte Motherwitch. Steppi drauf, los. Ja, schlechte Motherwitch, stimmt. Ja, ziemlich schlecht. Die wäre echt kacke, Mann. Wenn die Steppi gekommen wären, ist ja eh tot. Wieso ist die? Junge, die Motherwitch war echt schlecht. Stimmt, ja, die Motherwitch, ey, wie kann er so Fehler machen, hä? Ey, die lebt ja gar nicht, denkt nicht weiter. Hätte er Seppis gespielt, wäre das Flawless gewesen. Ja, du bist ja komplett dumm, Sam. Ja, all good. Gut aus. All good, ja, stimmt. Na ja, doch, doch, ist all good. Besonders, weil wir ja, heute mit 3 Niederlagen spielen, ist all good. Du spielst einfach gegen den defensiven Xbox-Spammer im Triple Draft, GT. Das ist geil. Ja, was gewinnt das noch? Ich glaube, ja, auch, stimmt. Der kommt auf jeden Fall noch gut durch. Ja, ich glaube auch, das wird was mit dem Deck. Ihn. Die Durchschlagskraft. Jetzt wird der Push aufgebaut. Guckst du ja an, Skybrücke. Jetzt auf Cycle, all in. Ja, das war's. Ja, was er geworden. Ich habe immer leider gesagt, warum denn nicht? Ja, richtig. Warum auch einfach nicht? Da kommt Seppis Bridge ohne Grund auch einfach. Ohne jeglichen Grund kommen die an der Brücke rein. Es juckt einfach niemanden. Es interessiert nicht. Oh Mann. Alter, Seppis Brücke zum Punishen. Das war's. Das sind nur 3 Niederlagen. Das ist Alter, schon Faust. Bisschen. Er ist so schlecht, Digga. Bei Gott, er ist so schlecht. Ey Jungs, was soll ich denn machen? Jetzt haben wir fast noch gewonnen, Digga, oh mein Gott! Und der BM sich wie geil! Ja, doch, du hast halt Golem und Kobold fast und entscheidest dich halt für Kobold. Das ist halt ärgerlich. Fand ich einfach gutes Gameplay auch an der Stelle. Hey, oh, Junge, Bixby, willst du rein oder soll ich? Ich geh rein. Ich hoffe, ich kassiere jetzt kein Karma, das wäre geil. Was habe ich jetzt hier schon wieder falsch gemacht? Erzähl. Bitte kein Karma. Okay, was haben wir hier? Ach, Spiegel eines Digis Bande, Digga, was ist das denn? Digga, sag ich dir gleich. Jo, du wirst gesniped, mach doch einfach Bildschirm aus. Blackscreen reinmachen. Ja, Euro, ich hab Blackscreen. Einfach vom eigenen Clan gesniped werden, das ist halt ehrenvoll. Der Clan ist zu Asgard. Gute Spells haben ist auch extrem ehrenvoll. Fuck. Junge. Das Beste ist immer Freeze, Rocket oder Lightning. Er kam ein Jutzer.
Bomber, Bandit Rage. Das ist nicht so geil. Pumpe, Bomber. Ich find Triple Draft mehr Skill to win als Normal GT. Ja, finde ich auch. Danke. Okay, haben wir unser Deck, let's go. Wenn Triple Draft noch ein bisschen. Wenn die noch ein bisschen. Triple Draft hat das Potenzial. Wenn die ein bisschen mehr Ahnung vom Game haben, wäre es actually ganz nice. Ja, no joke. Wenn man das ein bisschen besser balancen würde, wäre das so heftig. Ich kann ja nicht sagen, dass Wallbreaker und Morton so Win Conditions sind. Die haben ja keine Ahnung vom Game so. Wahrscheinlich Wallbreaker. Die kommen auf jeden Fall immer durch. Aber kenne ich halt nicht. Geil, okay, ist der Win Condition, aber Packer nicht. Aber ohne Witz könnte ein richtig geiles Draft werden. Helden wurden immer noch nicht hinzugefügt. Stimmt. Das braucht wahrscheinlich ein richtiges Update. Ja. So, warte mal kurz, stimmt. Not in our team's focus right now. Not our priority. Oh, nee. Es sind ja der Helden nicht mehr drin, das stimmt. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, perfekt. Ist. Was ist deine Windcondition, Big Spin? Baby. Ja, Cock Rider. Cock Rider? Ihre Cocken. Er muss doch saven, wie sowas in die Ehre hat. Er hat E-Joint. Also, er hat auf jeden Fall den Fischer. E-Joint. Probably, also ich hätte euch jetzt, er hat so einen Draft gehabt. Ja, er ist gleich fast E-Joint. So, als mal your back. Schau, dass du eine Inga hat. Ich hoffe, er hat Nado. Ich hab einige getroffen, ja. Ich hab Nado. Das Ding ist, Skelettfass machen sie nicht als Win-Condition die Auswahl. Bubble, der Arme! Bubble war irgendwie kontraproduktiv, der Arme, Digga. Ich würde es nicht mal für 0 Elixier spielen. Naja, ja. Na, krieg dich gerade. Okay. Oh! Gutes Gameplay, nicht schlecht! Also, vor ein paar Jahren konntest du das noch, Digga. Ja. Oh oh. 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 Ich meine, du spielst ja Nado und dein Deck's auch erst seit gestern so. Das stimmt. Ja. Elixier, auch egal, als Magier so okay. Ja, du musst dir manchmal einfach gewisse Herausforderungen selber setzen. Kann ich nachvollziehen. Ja. Das war ja sonst zu leicht. Da weiß man, würde sagen, sogar noch extra, ist ja wirklich noch alles all good so. Fürst. Macht jemand von euch morgen die Nacht durch wegen Season? Ja klar, Bruder, ich bin doch hier, moin. Morten Royal. Moin. Okay. Alter, Startwegsfest, gibt auch einen Clap. Ich sehe mich da nicht. Natürlich siehst du dich auch nicht. Hall? Hall. Erzähl. Pommes. Irgendjemand gerade richtig hoch? War das richtige Fischer-Placement? Ach, nein. Heilige Schnürschuh-Scheiße. Was war das denn für ein Fischer? Black Pearl war richtig hoch, oder? War der nicht Platz 1? Ja, Lukas war gestern Platz 1. Ja, Lukas hat mit mir gewettet. Wenn Lukas Top 10 finisht, muss ich mich in Käfer Bixman umbenennen. Ehre. Käfer. Und wenn er nicht Top 10 finisht, dann krieg ich den Satz. Also Top 10 wird er sowieso nicht finishen. Sag ich auch. Ja, er wird doch eh fehlen, oder nicht? Und am Ende werden irgendwelche Mütter nochmal auf Twitter beleidigt. Nicht nur Mütter. Auch andere Mitarbeiter. Auch Väter, alles. Aber mit Lavaklon hoch zu finishen ist auch schwierig. Ja, da meint der Schatz das. Welche Endtank in der Leute? Ja klar, ich bin auch der Lavaklon Goat so. Cool. Ey, das Ding ist, er gibt sich halt echt Mühe, ne? Ja. Ich finde, Crabbacks Decks sieht relativ serious aus. Ja, aber er spielt halt nicht serious. Ja, sieht echt nicht so schlecht aus. Packer rein. Schweine. Na, jetzt ein Fischi-Mann. Ja, kein Fischi im Cycle, ja? Dummkopf, Digga. Was ist für eine Game Sense, Alter? Hallo, der ist auch ein Fucking auf dem Sack. Digga, also, was laberst du denn für eine Scheiße schon wieder, Digga? Junge, einfach 5 Pummel. Beleidigt hier, wenn man eine Karte nicht im Cycle hat. Ehre. Ja, der Poison hat den Magic Archer nicht getroffen, so ein Dulli. Alter, der Magic Archer macht Goated Fokus. Holy shit. Goated, Digga, geil. Geh zurück. Und jetzt war ein Turm dran. Ja, scheiß Kobold ist OP, die wurden nerf. Nerf Hütten. Yo, ich denke, die. Hat der denn Goated? Ja, ich hab. Was war das? Ist daran Goated, Digga, hä? Ja, Remy Eddy ist geil. Ich geh rein. Ja, weil du ihn hart countest mit deinem No-Skill-Deck. Schuh! Richtig! Geile Runde, let's go! Sauber! So, Karl wird jetzt mal die Kopf jetzt genommen. Hä, mir fängt Karl auf. Das hat mich voll überrascht. Ja, mich auch. Team Sam und Faust können nächste Runde theoretisch einfach raus. Geil, Karl, auf geht's. Du bist es. Alter. Karl, wenn ihr nächste Runde beide verliert, dann ist einfach auch in der Hand. Das ist wichtig, dass du an dich glaubst. Du musst an dich und vor allen Dingen auch das Herz der Karten glauben. Das sind die zwei wichtigen entscheidenden Faktoren dieser ganzen Geschichte. Boah, ich werde hier so weggecringed. Wieso wirst du weggecringed? Hm.
Wow. Herz der Karten. Ja, Herz der Karten ist geil, dass du dich Yu-Gi-Oh! Guckst. Kannst du auch mal weggecringed? Okay, Sam, du verstehst einfach keinen Humor, Digga. Du hast einen Stock im Arsch. Danke, wenigstens einer, der es erkennt. Hey, ich hab schon abgelacht. Warum hast du meinen Daily League nicht geliked, Morten, hä? Ich hab auf eine Note für dich gewartet. Morten, dann kommt dein Daily League. Dein Daily League ist irgendwie nicht so nice. Ich hab einen Daily League gemacht, ich hab eins gemacht. Warum bist du dran? Ja, ist echt so, hä? Du geht dir eigentlich alle Sachen, Digga. Los, Zeit. Zwei privaten Twitter-Account zu machen. Ich hab einen Daily League von dir. Hä, ich hab noch einen Daily Glass League gemacht. Das kann der Brillen League. Ja, aber das zählt nicht. Ja, der Mann, Digga. Der Mann zählt nicht. Cool. Junge, der Daily war komplett hässlich, Digga. Du hast mega die Pimmelnase. Digga. Meiner? Du hast eine Nase an deinem Pimmel. Ist doch geil, Digga. Was soll ich hier? Okay, Polaris, es tut mir leid, ich werde nicht mehr gefunden. Prinz. Pass auf, du spielst gegen Drunkenfist. Tut mir leid, Annie, ich bin kein Pro. Er hat halt einfach die Royal Records. Das muss Morten aber auch einstecken. Er muss ja einfach der Realität ins Auge sehen. Kein Pro zu sein. Schade eigentlich. Wir lieben noch. Das mach ich da wie viele sind jetzt noch in der Zelle drin? Was machen wir so was? Gute Frage. Also, wie viele sind jetzt noch im ersten Turnier drin? Weißt du, was ich bin? Was meinst du? Frage kann man nicht beantworten. Die Frage ist nicht zielführend, Flobby. Weißt du, wie das Format ist? Die Frage, ja, die du stellen könntest, ungefähr. Wie viele Leute sind weiter? Achso, ist er noch nicht durch die Phase, wo die sich jetzt für die nächste Phase... Nein. Nee. Und wie viele kommen da weiter? 16, und 6 sind weiter bisher. Ah, okay, 6 von 16. Wer ist heute weitergekommen? Oh, du bist unangenehm, Kuss. Mugi und so ein Randy. Also the Lost, Mugi und Mo the Lost beide mit weiter. So einem O, du durchgeschichtene O. Boah, ist das? Das ist wahrscheinlich für den Sieger schon mal klar. Kurz, vielen Dank, Bro, danke für den Support. Ist überhaupt Bett, was X-Bogen weitergekommen. Das frage ich mich halt auch. Was hast du gesagt? Ist Bett, was X-Bogen weitergekommen? Hab ich auch gefragt. Ey, man muss echt so viele Runden durchstehen. Back hätte es fast geschafft. Wer? Back. Ja. Dominik hätte es auch fast geschafft. Ja, Dominik ist im Back. Raus. Oh, das ist schöner Damage. Cooler Chip mit dem Magier. Noch Magier. You win COKS matches been very popular in Turkey. Let's go, Morten. You are famous in Turkey for losing. Nice. Sam auch. Geil. Vielleicht. Chrissy, 12.19. Ich mach weiter so, mach ich Chrissy. Danke für die 9. Ehre. Also wirklich abgefahren. Wie Fans beleidigen dich? Ja, ich weiß nicht, Digga. Aber es ist wirklich crazy. In den YouTube-Kommentaren random beleidigt worden, dass ich kacke bin, Digga. An deren Mom, Digga. Geil. Und noch deren Moms beleidigen. Ehrenhaft. Ja, hallo erst Jana, willkommen. Karl, ganz kurz jetzt Fokus, ne? Hallo Jana, willkommen. Karl, Bro. Karl, der Gegner ist nicht schlecht. Was sagst du dazu zu der Stellungnahme? Hast auch Karl. Yes, ja, Mark, das ist great. Das schaffst du, Karl, alles gut. Kannst du meinen türkischen Freund Jara grüßen? Grüß mich an Jara. Du musst an das Herz der Karten glauben, du weißt es. Hallo, Karl. Ey, Veotech, moin, wie geht's dir? Alles gut? Veotech ist okay, ich liebe Veotech. Oh. Ja, merk, du bist kein Hauptreiter-Spieler. Oh. Und auch kein Magier-Spieler. Uiuiui. Oh. Dr. Junge, Drunkenfist. Mit dem Comeback. Drunkenfist! Der hat keine Win-Condition, ne? Der hat selbst keine Win-Condition, er hat nur Mega-Ritter, du kannst gewinnen. Ja, das reicht. Niklas Neos, Niklas Leo weiß das auch. Sehr, sehr gut. Alter. Niklas Neo hat aber Ballon weg. Ja, stimmt. X muss mal aber er spielt ihn manchmal gar nicht. Er gewinnt einfach nur mit Mega-Ritter. Geil! Oh. Was passiert hier? Uiuiui. Karl, du spielst du Niklas Neo? Er hat noch das Ballon, aber er spielt ihn nicht. Karl, mach dir keine Gedanken. Niklas Neo ist der Anti-Goat. Aber er spielt ihn nicht. Karl ist wieder verunsichert worden. Warum spielt er den Ballon denn nicht? Okay, Karl, du schaffst das. Kriegst das hin? Du schaffst das, das wird jetzt ein easy comeback. Wir kriegen das hin. Also die nächste Runde kriegen wir hin, Karl. Du musst nur noch nicht belieben, okay? Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass der Prinz mich jetzt so hops nimmt. Das wäre wichtig. Der Prinz hat dich ein bisschen hops genommen, weil du hast irgendwie nie was im Psy gegen den Prinz. Wenn du erst Schweinereiter oder Waage den Prinz spielen musst, bist du ein bisschen overcycled. Aber alles gut, Bro. Wir schaffen das gemeinsam. Mach du zuerst. Weißt du, es ist ja so, du hast ja immer noch einen guten Mate, deswegen passt das. Wieso lachst du, hä? Wieso lachst du? Stopp jetzt mal. Nein, ich bin nicht confident. Ja, Junge, deine Auswasche wieder, Digga. Pumpe, Rage, Bomber. Das sind alles ähnliche Karten. Okay. Christoph Faust, den. Gold Knights. Cold Knights.
Cognite. Genau. Cognite, stimmt, so heißt der. Junge, der ist kein Deutscher. Zumindest kein Deutscher. Alter, Freund Dom, vielen Dank für den Zapkuss. Danke für den Prime Viewer. Der Geist ist so scheiße, wenn du Waller wieder sagst, dann kotze ich. Das ist die komplette Krankheit, Alter. Ist doch geil. Nein! Das ist überhaupt nicht geil, Mann. Scheiße. Geh rein, Horton Royal. Spiel Karten. Ich bin doch im Game, was willst du von mir? Ja, spiel doch schneller jetzt! Spiel doch schneller. Ich kann halt keine Gegner, die Entfernte gegen Bandits setzen. Ja, schade eigentlich. Nur, dass der läuft für die besonders geilen Leute. Christopher spielt den Bomber, das Mega Win. Er hat auf jeden Fall schon mal zwei gute Karten. Yes. Das war zwei. Bomber ist immer ein schlechter Draft. Dark Prince auch eine gute Karte bisher. Solid. Ja, er hatte Rage und Pumpe als Ausweich. Aber das Geile ist, Morten, egal wie gut du spielst, du hast immer noch Flobby im Team am Ende des Tages. Ja, ey, komm, wir wollen jetzt nicht übertreiben, okay? Digga, also wenn Fix mit Flobby frontet, das ist auch wirklich schwierig, Digga. Wir haben halt Draft Duell. Das ist nice, das ist sehr, sehr nice. Lukas für eine Legend. Du hast recht. Aber ich finde, die Teams sind sehr, sehr fair. Ein Team hat einen Spieler, der lange nicht mehr gespielt hat. Ein Team hat einen Graveyard One-Trick, eins einen Lava One-Trick. Das ist eigentlich ziemlich fair. Ja. Gerade für Draft ist schon nice. Ja, ich denke schon, dass Sam und Faust ein bisschen overpowered sind. So. Ja, Sam und Faust ist schon ein bisschen stark. Ja, aber Faust, wirklich, ich sage, ich bin Faust enttäuscht irgendwie auf dem Ground. Faust ist besoffen. Faust ist komplett besoffen. Drunk. Yo, Siri, ich schnauze, hä? Bring die Siri bei mir an. Geil, Faust ist so goated, aber irgendwie immer, wenn wir GT-Duell machen, dann zwirbelt das Ganze so ein bisschen. Ja, Faust ist goated, wer sich jetzt mal langsam für Branchonka qualifiziert. So wie ihr alle, hä? Außer Flobby. Flobby, du bist nicht mal die nächste Phase. Ja, Bruder, ich bin Kasa, ich bin Caster, schön mal dein Live, okay? Ja, das ist trotzdem jeden Tag versucht. Ja, aus Joke. Aus Entertainment. Aus Joke. Leute, die sich nicht qualifizieren, sagen, sie haben aus Joke probiert. Moin, Leute. Ich wollte sowieso nicht gewinnen. Hä, was soll Bigsman denn sonst machen? Soll er eine Stunde lang zuschauen oder was? Doch besser, wenn er selber ein bisschen spielt einfach. Korrekt. Ehre. Ja, einer hat's verstanden. Ich werf von vorne rein. Junge, du hast die Games doch gesehen, du Knecht. Du hast Glück, dass du dich im zweiten Tag qualifiziert hast, sollst du AIDS bekommen. Ja, aber ich hab mich trotzdem qualifiziert. Ja, trotzdem wirst du AIDS bekommen. Wie soll ich doch wie dich spielen, die Giant Graveyard Abuse und 2-2 gehen? Unwahr. Ja, ey, Jana, was geht? Hat nicht geklappt. Ja, Traver, du bist echt nett, Digga. Hast du das gelesen? Ganz am Witz. Irgendwer hast du es nicht hingeschickt. Kein Gas. Schon ein halber. Das Lock war irgendwie eine Fehlentscheidung von ihm. War das nicht mega gut? Das war mega gut. Warum sprichst du das immer so komisch aus? Oh. Morten sieht aus wie Expo Master. Bro, what jetzt? Ja, wie geil, ja, Digga. Doch, stimmt. Aber hat, ich weiß, was er meint. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, die Brille, genau. Sie haben beide eine Brille, ja. Wenn man eine Brille hat, sieht man dann auch automatisch aus. Nein, jetzt sieht man den ganzen wie Harry Potter, Digga. Harry Potter. Ja. Sehr schön. Hallo. Das ist halt Qualität. Ja, gut gespielt. Ja. Sehr gut gespielt. Ja, ist echt so Annie. Wir können jetzt entweder in Führung gehen oder erwartungsgemäß in Gleichstand. Richtig, ich glaube, du gehst erwartungsgemäß in Gleichstand. Erwartungsgemäß in Gleichstand. Ich finde gut, dass du von dir erwartest, du verkackst. Ehre. Ich muss mich jetzt konzentrieren, okay? Er ist ein deutscher Hort-Ben. Der ist aus dem Hort-Clan. Bitte. Der hat Mickey im Nacken. Los, Flobby. Los. Bitte konzentrier dich, Mann. Ja, mach ich laut. Geh full Fokus. Okay. Flobby, wenn du korrekt bist, verlierst du jetzt, ne? Das ist echt so. Korrekt ist korrekt. Komm, verlier mal. Mach das, was du auch immer machst. Du bist, kurz ein Side-Fact für den Chat. Flobby ist auf seinem Main-Account 14.5 gegangen. Flobby ist OP. Live on Stream, das war krass. Live on Stream. Ich hab's gesehen. Das war echt gut, das zählt nicht. Ja, da wird der komplette Flagscreen reingemacht bei Flobby. Jetzt wird's ernst. Ja, weil der Gegner ihn gesniped hat. Ja, es wird ernst. Der Sachsen-Clan. Ja. Oh, was lachst du, Digga, Karl? Was willst du? Was ist los, Morten? Junge, wieso giftest du anderen Leuten Subs? Wenn du gegen ihn gewinnst, steht ein Impfgegner vor deiner Tür. Also pass auf. Karl ist wirklich reich und verwöhnt. Das geht mir hart auf den Sack. Ich bin alles, aber nicht reich. Ja, wenn du alles in den Arsch geschoben bekommst. Wir mal arbeiten für den Weg. Oh Mann, ey. So, ich höre wieder was. Ich habe jetzt dein Headset zum Draft abgesetzt. Was? Nein. Hey, mein Headset war leer. Hallo, ich muss den Ladekabel anschließen. Aber das habe ich erst am Ende gemacht. Junge, der Deck ist gut, du gewinnst.
Ja, aber denkst du, ich glaube, du hast doch, wenn du noch Ritter hast, gewinnst du, dann hast du Agi Ritter. Vor allem, ich habe Pfeile und Feuerkrieg. Das heißt, er hat keine Pfeile. Pommes, Esser, das ist ganz nice. Schwangere Springmäuse, die sind immer ganz nett. Ey, Sam, lass uns einen Panda holen als Haustier. So einen fetten Panda. Okay. Ich hab einen Panda, okay. Welche Richtung geht das jetzt? Ja, was machst du dagegen jetzt? Was mich auch nervt, ist, dass es keinen Klon in Draft gibt. Klon wäre auch geil. Das nervt mich echt. Klon ist so eine geile Karte, Mann. Oh, let's go. Er muss eigentlich Lightning haben. Er hat Rocket und er hat. Ja, das ist irgendwas, das geworden ist. Er hat 3 Elixier. Ihr habt ein auch Legendary Deck, jetzt geh rein, Königsriese. Ja, Feuerball ready. Das ist wirklich so ein. Bis jetzt ist es ein Level 1 Deck, kann man sagen, was man möchte. Und jetzt nicht mehr. Feuerball. Wieso machst du da keine Pfeile drauf? Wie schlecht. Er hat keine Pfeile im Cycle, Digga. Denk doch mal nach. Ich hab ja gerade gespielt. Ich bin Morten und ich verstehe den Chat. Du bist komplett dumm. Echt so. Ich hab noch Ofen, ich hab Musketiere, ich hab Feuer. Vorhin hast du auch gesagt, dass Freaks mit dem Fischer spielen soll auf Ernst. Muss ich wissen, dass du auf einmal das entschuldigst? Auf Ernst. Auf Ernst, du bist dumm. Ja. Hat gefällt. Oh Mann, Junge, du bist einer von den Leuten, die Scherze nicht verstehen. Ich hab keinen Humor. Der Gegner spielt Lava Princess mit Minion-Orde. Der Typ ist bestimmt auf 30.000. 5 Millionen K. Das hab ich ernst gemeint. Das geht doch gar nicht. So ist keiner. Was ist denn los? Ich krieg so AIDS mit euch, ne? Das ist wirklich eine ganz, ganz krasse Kombination. So gehen Sam und ich immer miteinander. Das weiß ich. Ich merk's. Ach echt? Wusste ich gar nicht. Was? Moin Jana, was geht? Moin Jana, was geht? Oh, gut. Hallo, lass uns Jana diskutieren. Ja. Bist du nicht 100? Ey, yo, ich geh kurz aufs Klo, meine Freunde. Ey, yo, viel Spaß, Digga, Bruder. Ich hab schon Bruder. Sehr gut getroffen, ja. Klar. Du hast ihn gesniped. Aber das Ding ist, das liegt auch daran, weil du einfach besser gedraftet hast. Ja, hab ich auch. Junge, einfach AG immer die ganze Zeit die Brücke, er kann gar nichts machen, wie ja, ein so ein Glücksmüll gönn ich, glaube ich, auch. Ey, stopp. Ja, Lava-Brücke, zwei Ofen rein, plus einen Cracker. Gegner kann ja sein Lava gleich sofort. Ich stell nichts gegen deine Crackerin. Ja, Arme. Ja. Ich hab ein Video drüber gemacht, Ice Firestorm, lol. Kannst du jetzt mal den finishen, den Gegner? Tugu, danke dir, Felix, für deinen 21. Oh, schwimmst du mir genauso ist es. Ich bin Michael Phelps, Junge. Danke dir für deinen 21. Jetzt, warte, 3. Okay. Ich hab die gar nicht im Cycle. Feuerball. Oh, let's geil. Stark gespielt. Jetzt ist Team Faust. Outdrafted. Sam dran. Outdrafted. Samuel Klotz. Okay. Jo, los, Sam. Zeig, was du kannst. Fuck, Mann, scheiße. Aber wenn du gewinnst, dann seid ihr schon mal eine Runde weiter. Das ist schon wichtig. Brille, Runde weiter. Ja, Brille, lol. Wie OP ist eine Runde weiterkommen? Ich dachte, wir fliegen jetzt raus. Raus, nee. Warum sucht mein Gegner keine Karten aus? Da kommt jetzt zum Deckscreen rein. Da wirklich. Junge, das ist so. Ich glaube, der Gegner ist AFK oder so. Oder er liest Brain AFK. Das war kein Hilfe, das war der Fake-Nieser. Das war der Nieser, der nicht gekommen ist. Sehr unbefriedigend. Hallo, Annie. Fuck, nicht kommen ist immer scheiße. Was? Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Morten Royal. Aber der erste Sieg ist der wichtige. Genau. Ja, das stimmt schon. Ja. 1:15, okay. Okay, danke, Tommy. Mein Deck wird lustig. Ja, ja, ich bin gespannt. Lustig, tralalala. Ich dachte, ich rieche dann im Prime. Deswegen bin ich da wieder dran. Da. So ist es. Ja. Prime. Läuft bei Bord Rewe, als Chef von Rewe gefunden ist. Danke, MXHNX2. Hast du gerade einen neuen TikTok gedreht, Sam? Und mein Gegner nur noch. Ja, warum? Nee, das musst du hochladen, ich safe, gut. Ich kenne den Algorithmus nicht auf TikTok, aber ich glaube, der kommt gut an, oder nicht? Was meinst du? TikTok, hä? Das, was du gerade gesungen hast. Das lädt doch nicht auf TikTok hoch. Hä, warum denn nicht? Das ist richtig cringe. Passt doch perfekt auf die Plattform. Ja. Hey, Junge, du solltest Influencer werden. Stimmt. Okay, wenn ihr... Die mir macht also, Sinn, du schreibst, hier ist der Prime, den du gebrochen hast. Danke für den Sinn. Vielen Dank. Oder hast du es einfach nur so gesungen, um uns einfach aufzuheitern? Ja, um euch ein bisschen fröhliche Stimmung beizubringen. Ah, ey, danke, Mann. Kein Problem. Das ist mich da. Mega-Ritter, okay, gut. Mega-Ritter. So, jetzt Fischer? Ich hab Bowling. Irgendwas deckt sich aus wie das von Flobby. Ja, das ist auch von Flobby gebaut. Junge, auf Flobbys Deck zu kopieren. Bowler ist stark.
Oder was ne? Honey 124, danke für den Prime Honey, ja, vielen Dank für den Support, sehr nice. Jahren. Komplett losgeht. Magic Arte verarme. Feuerball. Hey, du hast auch Firecracker, du hast echt das Deck kopiert. Ja, er hat Fire, er hat auch Pfeile. Also, ich würde mal sagen. Ja, was soll ich tun, hä? Was ist deine Win Condition? Ja, natürlich World Giant. Digga, du hast was? Das. Ey, kopieren, der kopieren ist was illegal, sonst? Das weißt du, ne? Hey, du hast auch Lightning! Oh, nee, Lightning. Du hast gar kein Lightning, hä? Pfeile. Ey, wie stark war das Buff-World? Weiter so, Gegner. Jetzt. Ich glaub, du hast den Karten gleich gepickt hast. Digga. Kannst du einfach nachmachen, das darf man nicht. MK, das ist verboten. Der meiner Chip. Was machen wir jetzt? Was ist der Play? AG Bridge. Oh, ist eine Brücke. Wir warten, ab, was er macht. Er hat keine Win Condition, by the way. Hat meiner CD. Er hat noch eine Win Condition. Nein, er hat Mega Retter. Ach so, stimmt. Aber meiner Mega Retter ist doch eine Win Condition, oder nicht? Nein, meiner Mega Retter ist eine Win Condition. Halt so halbe, so, ne? Halbe. Boah, Digga, Lightning kriegt so viel Value gegen ihn. So ehrenlos. Sam hat halt die ganze Zeit auf den E-Giant gewartet, aber der wird halt nicht kommen. Wie E-Giant? Wieso hat er jetzt einen E-Giant? E-Dragon? Hä? Ja, was sollst du, Sam? Klar. Spezion. Hä? Er hat einen E-Giant. Ich check den Humor irgendwie nicht hier, Digga. Soll jetzt auch noch versuchen, einfach zu helfen. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Das hast du jetzt von TikTok. Das ist eine übelst gute YouTube-Serie. TikTok, ja. TikTok on the clock, but the party won't stop. Whoa, nein, oh, whoa, oh. Whoa, oh, whoa, oh. Bombes. Irgendwie ist das Ganze ein bisschen. Also, da sieht man aber noch flüssig. Ich führe doch komplett. Ja, klar. Gewinnt Sam das nicht easy in Triple? Hat man einen Tourette? Nein. Jetzt nein. Ich will doch nicht immer deine Zuschauer an. Wieso wird hier gelacht? Weil du dich hier benimmst. Was willst du eigentlich? Schnösel. Moin. Wie Schnösel? Guck mal, dein Handgeld, du Kick. Mega Knight ist eine nervige Karte. Alles gut zur Wochenende, Karl. Bei dir ist er noch relevant. Das Mega Knight, ich hätte euch 50 mal reingegangen. Ohne Grund. Hallo Feuerball. Moin. Habe ordentlich Value jetzt, ne? Ja, ah, ich bin müde, cool. Hab ich gar nicht gehört, cool, danke. Cool. Ehre. Cool. Hat mich jetzt auch nicht gestört, um ehrlich zu sein, ne? Ja, kein Problem. Boah, hab ich auch lieb. GG! Ey, okay. Das war ein Faust mit dem Drop. So, ja, Zeit zu verlieren, Faust. Nichts. Ja. Diesmal spiel ich nicht so, als ob ich besoffen heute bin. Wieder Kobold Faust ohne Win Condition. Nein, als du das einfach so kontrollieren kannst, ob du besoffen spielst oder nicht. Nicht korrekt von dir. Ich würde dir sonst eine Magnesium-Tablette empfehlen, Faust. Wirklich, das kann helfen. Magnesium? Ja, das macht Wunder. Das bewirkt Wunder, ja. Das seht ihr. Hol dir erstmal nämlich einfach Golem. Golem ist eigentlich immer nicht so der Player, habe ich das Gefühl. Na, Golem, komm doch an, Digga. Golem ist okay. Let's go. Ja, X-Bogen ist der Play, vertraut mir. Ja, damit wurde der vorhin genudelt. Echt? Der Faust. Ja, Faust hat Flung gegen X-Bogen. Ach so. Ups. Faust, erinnere dich dran, das ist ein neues Game. Danke, Mats, dein 5 Prime. Du weißt, Game, du bist ein guter Clasher. Sway! Digga, morgen ist Season End. Okay, stimmt. Mann. Morgen ist Season End und CRL. Wie viel Uhr ist morgen CRL? 17 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich 17 Stunden durchstreamen soll. Ja, ich wollte gerade sagen, wie willst du eigentlich 24 Stunden streamen? Ich meine 12. Ich wollte noch GT zu Ende spielen, dann wollte ich Ladder pushen, dann wollte ich das TL machen, das ist ja richtig cool. Ja, es ist gut zeitlich koordiniert, wie die Sachen liegen, stimmt. Und was machst du da am Montag? Ja, Montag ist irgendwie Ebbe. Montag ist wieder sehr tot. Ja, kommt nach CR, genau. Am Montag mache ich Urlaub, Kappa. Das Ding ist, jetzt ist Content in CR, aber CR ist trotzdem tot, so. Ja. Und dann am Montag ist CR tot und kein Content, das ist really nice. Das ist wirklich eine gute Kombination. Wann kommen die nächsten Balances? Ein Monat? Nächsten ja. Monat. Oh, oh. Monat. Oh, oh, Junge, Junge. Find's aber geil. Tschuuu! Sieht jetzt eigentlich wieder regelmäßig, Floppy? Ja, schon. Also ich hab am 7. Ist die Rocket, du hast ihn gesniped. Ich bin so gehyped für deine Streams, Floppy. Na, danke, Mann. Ich auch auf deine. Aber ja, die Mann. Sind ja eh immer da. Dich gibt's verlassen. Muss ich aber mit meinem Geld verdienen, so. Wenn jetzt voll Felix die Hoggies macht, dann... Ich bin ja an sich einfach nicht reich geboren, so. Nee, mach zwei Lichse Kobo, natürlich. Das Ding ist halt auch mit Clash Royale, wird man halt auch aktuell einfach reich. Clash Royale Content. Ja, aber wenn man mit Clash Royale reich wird, streamst du ja auch nicht. Ja, das ist halt ärgerlich. Das stimmt. Ja, das. Stream halt wegen dem Geld. Nee, nicht. Also man kann eine Sache, man kann wirklich, du bist wirklich der größte Anti-Hype-Streamer, den ich jemals gesehen habe. Nein, ich stream halt, wenn ich
wenn ich mental dazu bereit bin, wenn ich Bock habe. Ja, du bist, wenn er tot ist. Nee, nee, ich finde, find, das ist, man kann dir. Also einfach wieder bereit ist. Man kann dir. Bin ich aber nicht so, Flobby. Du bist der Mensch, dem man am wenigsten nachsagen kann, dass er wegen Geld streamt. Am allerwenigsten, danke, wirklich. Zurück. Oder dass er Hypes immerhin nachgeht oder so. Immerhin, danke, Mann. Nee, das ist ein Kompliment, ja. Aber auf den Among Us Hype bin ich auch. Ja. Ich mag ja, okay, hast du trotzdem Videos gehabt. Roller, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ist ein guter, oder? Ein guter, jetzt macht er ein bisschen Rakete drauf, schnell. Mew. Ich hab Mist. Lol, das doch. Ja, witzig, heute kommen die Kings. Deutsche Mario Bart, Junge, geil. Wie gut im Chat. Ich glaub, das, als ob solche Jokes so. Heißt du nicht sogar Mario Bart auf Discord? Ja, warte mal. Haus, du musst dich wirklich konzentrieren jetzt. Hä, jetzt hat er gleich wieder die Q, oder nicht? Junge, Faust, kannst du dich einmal fokussieren, bitte? Das sieht echt nicht gut aus, weil du hast echt gestern zu hart gesoffen. Das sind auch zwei Mini-Packer-Hits. Nehmen wir einfach mit, oder was? War der Hunter so gut? Du spielst den Hunter nach rechts. Digga, der Hunter, was spielst du denn zurecht, Faust? Das ist ja ein Augenkrebs gerade, was ist das? Ja, alles. Das Problem ist halt raus, dass er jetzt zur nächsten Hockey-Cycle mit vor. Digga, zähl mal deine Fresse, was willst du? Komplett gleich werden ohne Grund. Was, halt, du bleibst mich auch immer. Bro, deine Mom. Guck! Das ist der Baum, Sam. Allein, dass das Game so jetzt knapp wird, ne? Jetzt ein Tornado von ihm, perfekt. Tornado, jetzt zünde den Tornado jetzt! Nee, das gewinnen wir jetzt. Der Golem chippt und dann reicht eine Rakete. Oh, Junge, wie schlecht vom Gegner, hä? Oh mein Gott. Ja, der Gegner ehrlich nicht der Allergeilste. Du bist eine Rakete! Stark. Oh! Also, das hast verloren, das ist eine Frechheit. Ja, sorry, Digga. Verteidigt halt alles, Sam. Ist das jetzt eine Frechheit? Das ist eine Frechheit, lag ja auch nicht. Danke dir für den 11. Kuss, vielen Dank für den Support. Du musst doch jetzt der Bigspin ins Game, oder? Wie bitte? Ey, Junge, Bigspin, ich wünsche dir viel Glück, Bruder. Ehre. Junge, Karl ist so ein krasser Teammate. Ja. Go, Bigspin, go, Bigspin, go. Ja, Mensch, Tommy. Boah, das ist der Weg. Und Lukas war so peinlich gestern. Der hat die ganze Zeit irgendwelche Leute angelabert, ne? Junge, ich hab's gesehen! Es war so unangenehm. Ja, er hat einfach während des Calls irgendeinen random Dude angesprochen und gedacht, die Uhrzeit gefragt. Obwohl der Handy in der Hand hattet. War er besoffen? Ja, er war komplett besoffen. Bei der SK-Challenge hab ich das doch gemacht. Ja. In dem Video. Aber da hast du ihn gefragt, stimmt. Er hat gesagt, stimmt. Und Simon hat einfach, wie heißt er denn? Lukas hat einfach so Leute gefragt. Einfach so random. Er war im Call mit mir. Er war komplett voll, er sah komplett scheiße aus. Nach dem Videocall. Ja. Nachts um halb zwei an irgendeinem Bahnhof. Hey, Bixen, du bist doch noch 2 Uhr der Videocall von Lukas CR rein. Ja, genau. Bixen, bist du 23 oder noch 22? Ich bin 23. Ah, okay. Boah, scheiße, Mann, der scheiß Rentner. Ja, wo ist denn meine Rente? Habt ihr mal rein, Mann, was ist das? Das ist Porn, das ist perfekt. Was ist meine Rente? Hey, Bixen, ich glaub an dich, wieder Goblin hat. Ehre. Rentner verdienen genug, Rentner haben eh ausgesorgt. Feuerball. Oh. Ist aufgefallen, Eastworld braucht Nerf. Ja, Mann. Ist dir früher aufgefallen. Wenn ich halt so eine Karte sehe, die ein Nerf braucht, dann denke ich direkt an Eastworld. Aber findest du nicht der Jump zu schnell, weil der springt immer instant. Zum Beispiel Eastworld, der muss immer erst irgendwie hüpfen. Na, Eastworld braucht vielleicht mal einen Buff. Eastworld, der geht einfach in die Karten rein. Ja, du bist so dumm. Boah, weiß ich nicht, ob hier Heelsbön ein Buff braucht. Am Ende ist irgendwie dann wieder Platz 1 der Welt. Ey, das ist doch so Platz 1 der Welt. Weißt du, was ja, nachdem Giant und Sparky gebufft wurden. Giant und Ding. Sheila braucht mal wieder einen Buff, der wird gar nicht gespielt. Stimmt, der braucht einen Buff. Egolem ist ein geiles Deck. Oder Sheila Bridgestone, auch ein gutes Deck. Was ist deine Win-Condition? Aber auch ein freudiges Deck. Oh, gut. Der Dicke. Bruder. Ice Golem braucht auch mal wieder einen Buff. Ja, der braucht echt einen Buff. Ja, ich muss ja auch Poison oder so, keine Ahnung, Mann. Ja. Und das wird Zeit für Goblin Hot Spam. Meiner braucht einen Buff. Meiner braucht einen echten Buff. Pumpe braucht einen Buff, Spiegel braucht einen Buff. Pumpe braucht ganz dringend einen Buff. Mager braucht mal einen Nerf, der ist OP. Die Skelly braucht auch einen Nerf. So ein Mager für 4 Elixier wäre auch ganz nice. Könnt ihr bei der Skali. Ey, Karl, was hat der für einen kleinen Spell? Bubble, ne? Ja, Bubble. Und Eastbird gegen deinen Skelly the Barrel da. Stimmt. Gucken wir mal. Der E-Drink war jetzt. Mal schon mal Schiff. Ja, muss der Spiel hatte nichts. MK Buff, ja. Ehre. Irgendwie ist ich glaube, es wäre smart, irgendwann mal gegen E-Drache, sobald du die, sofern du die Möglichkeit hast, King zu aktivieren. Gegen Miner ist es ganz nice eigentlich. Moin Leute, ja, Feuerball hier. Nein, er kann es zeigen, du Cap. Er hat nichts, das ist korrekt. Ja, schön. Schön. Wie schön. Was willst du? Schön. Nein. Nur Morden sind Basic Plays, warum verstehst du das nicht? Basic Plays. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, Digga.
Finde der S-Turm sollte so viel Schaden wie ein Golem machen? Ich weiß nicht, Jana. Das wäre so ein Safe-Buff. Wenn der wieder würfelt, der Ehre. Also ich würde den Eisgolem feiern. Macht dann einfach so 300 Schaden. Ich habe mir 4 Skelette-Fullen, wir wünschen wie früher ich auch. Das wäre geil. Würde ich wieder Eisgolem Golem spielen, das wäre nice. Ehre. Boah, ich kann mich sogar noch erinnern. Das war Eisgolem Golem. Golem, Eisgolem, Eberhubs war der Play damals. Das war so broken, man. Das war so geil. Das war eine Eris-Challenge. Eris-Challenge war nice. Eros-Challenge hab ich gegrindet. Ja, ich war gut. Dann hab ich dann auf einmal mein Eros fast max. Dann hat gemerkt, dass sie nicht so viel Geld mehr damit verdienen und haben sie damit aufgehört. Ja, das war richtig nice. Kann ich aber nachvollziehen. Ja, da haben sie schon so was am Hungertuch genagt. Da gab's eine Woche kein Essen in der Sigi. Als arme Schlucker so kann ich das nachvollziehen. Hm? Klon tot. Zack, zack. Das war eine gute Runde. Das war auch gutes Auge gehabt für die Situation mit den Bats und so. Das war gut gespielt. Kann auch keiner was gegen sagen. Ich bin jetzt auch gut. 87 Razer. Ey, danke für den Fall. Tschüss. Vielen Dank. Und Victor Rusher. Hast du schon mit dabei? Danke, Victor Rusher. Für 100 Bits. Vielen Dank. Moin, kalter Boss. Heißt jetzt wieder 3 Stück. Stimmt, das war auch geil. Heißt mit 3 Stück. Hey, ich bin Flobby Buff. Ja, stimmt. Flobby muss auch mal gewafft werden. Die Flobby Buff. Hahaha. Flobby ist komplett balanced. Ach du Scheiße, Lukas hat 8,4k geknackt. Langsam mache ich mir echt Sorgen, dass er so 10 schafft, der Keck. Real Talk, das ist jede Season so bei Lukas. Du musst. Also, wenn er morgen so um 5 Uhr morgens noch so hoch ist, dann sage ich ja. Ja, ja. Ja, okay. Du siehst den 500 Pokale fehlt noch nicht. Ab 2 Uhr kann man so auf Twitter gehen, so ab 3 Uhr sieht man so. Ja, da kommt der Caps Lock. Auf einmal wird dann wieder Rick beleidigt. Max wird dann auch noch beleidigt. Dann ab 5 Uhr sind die Tweets alle wieder gelöscht und ab 6 Uhr kommen die nächsten. Und dann wird gesagt, I quit the game. Ja. Ich hab. Karl gegen Morten. Da kommt sowas wie. Ich hab eh was Besseres als dieses Spiel zu tun. Das ist Martin. Nee, das ist Morten. Das ist doch. Er ist echt Morten. Morten, oder? Heute ist ein FNCS-Final. Ja, das spiel ich gleich auch noch mit. Echt? Ja, mit Sam zusammen, du. Ach du heilige Scheiße, Digga. Warum ist Karl nicht live? Karl, warum bist du nicht live? Ich hab nichts an. Karl hat nichts was? An. Junge, kannst du mir mal einen Snap schicken? Du hast nichts an! Das ist die Mühe, dass du nicht live bist. Hast du Boxer an oder wabbelt der so? Ja, schick uns mal was rüber hier. Also von wo ich CL gestreamt hat man meine Unterhose on Stream gesehen, weil ich sie so weit oben nach oben gezogen habe. Was? Geil. Was? Hä? Ja, Unterhose, bist du dumm? Wo landen wir jetzt? Jetzt ist aus der Hose rausgekommen. Das passiert halt. Ja, das passiert was? Egal, hä, das passiert okay. Warum hast du das jetzt erzählt, was passiert? Ja, weil Karl gesagt hat, dass er nackt ist. So, ja. Das habe ich nicht gesagt, ey. Aber ich habe nie eine Hose an und stream. Habt ihr eine Hose an? Ja. Klar. Immer nur Boxer an. Verotech, kannst du bitte den Bandit-Bug fixen? Das geht schneller. Der würde das ja wirklich hinbekommen. Hey, ich finde es viel bequemer an der Shorts. Echt? Ich bin immer nackt. Was In der Shorts, statt in der Boxershorts. Cool. Du schläfst auch safe nackt, oder Morten? Nee, nackt nicht. Ich hab ne Boxer immer an. Also du trägst basically die 24/7 Boxer. Wollte ich jetzt sagen, dieselbe Unterhose. Ja, er hat immer diese karierten an. Ich weiß genau, wie sie aussehen. Da macht Morten auch einfach keine Geheimnisse. So. Das wird doch einfach so gescheit, mein bester Freund. Wo landen wir hier? Guck dir mal die Eier raus. Ja, ich kann mich erinnern. Das war mal cool. Was macht Morten da? Ja, Hauptsache Morten ist war in LA auf der einen Couch. Karl, wie ist das? Sam, bitte. Aber wie macht der das denn im Sommer? Da kämen doch übel die Beine fest, oder nicht? Ja, dann fragen wir mal, was auf der Couch passiert ist. Man hat alles gesehen. Das ist alles geheim. Das wird dann nicht weitererzählt so. Ja, der eine sagt, man hat alles gesehen, der andere sagt, bleibt geheim. Wie? Ich werde nicht erfahren, was da passiert ist. Ja, Morten, das interessiert mich jetzt. Wie machst du es denn im Sommer? Was da denn, klebt das doch das Bein übel an dem Stuhl fest, oder nicht? Ja, klar. Wie? Ja, dann? Ja, klar. Ja, ich habe ja auch so Arschwasser. Mann, ey. Gika, du bist das nice. Los. Erstes Spiel war ein Ausrutscher. Ehre. Das erste Spiel war ein Ausrutscher. Das hat sich Faust auch gedacht. Es gibt ja hier immer du hast doch gewonnen das erste Spiel, nicht, Karl? Nein. Nö. Ich geh ins Game, ne? Lol, was? Du hast verloren?
Ich geh ins Game. Ja, wir stehen yes. eins. Ich kann mich da gar nicht erinnern dran. Zürich hier, Mann. Hä, also, ja, also du hast das erste Spiel hier in der Challenge verloren. Ja. Ich spreche hier halt die Fakten raus. Also, ja, richtig, Bixby, du hast gut zusammengefasst. Morten ist jeden Abend nackt live im Internet, ja. Pommes. Dream Team Panama. Wie sieht's bis jetzt aus? Guter Draft? Ja, ja, sehr guter Draft. Sehr guter Draft. Richtig. Ja, das Game ist schon durch. Jo, sollte eigentlich durch sein. Ich hab guten Draft. Okay. Jetzt nicht ein GG. Das Early GG. Und jetzt verliere ich. Jetzt nicht diesen Mal. Das ist natürlich cool. Bandit. Er hat Bowler. Danke, Luca. Bowler ist gut gegen Drill. Echt, der ist Fire Spirit. Boah, das war jetzt nicht so gut getimt. Also, Steven. Fire Spirit Timing. Ja! Ja! Einfach Steven! Oh oh. So, okay. Hast du grundsätzlich irgendwas anderes noch gegen Hawk? Was gut? Ne, ich hab nichts gegen Hawk. Aber ist okay. Ah, perfekt. Leo hat auch nichts dagegen, glaube ich. Nee. Vor allem kein Elixier. Cool. Okay, sehr gut. Das ist alles neu, okay. GG. Ey, stopp, nicht Jinx. Der Gegner hat gleich ein Elixier Nachteil. GG. Ah, ja. Eigentlich hast du sogar gute Karten. Bowler mit Pfeilen. Jo, ich hab nichts gegen den Schweinereiter. Das ist doch. Der Schweine. Ehrenhofer, wir geben unser Bestes, sehr geil. Wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Dark Prince und Bandit verteidigen Hawk Flawless. Pommes. Hey, TJ, ey, danke für den Prime, TJ. Kuss, danke schön. Und der hat schon Elixier geliebt. Wenn es nicht, dass der Earthquake ein bisschen aggressiv ist. Hätte ich aufgepasst, Mann, der Gegner ist so ein Dulli. Wie, der Gegner ist ein Dulli, weil du nicht aufgepasst hast? Noch einmal. Haram! Haram. Aua, die würde connecten am Turm, ich sehe es schon. Oh, Mann. Oh, der Dulli war ohne Dulli. Oh Mann, ey, du kannst immer nur beim 2 beim Resub was schreiben, wenn du zum Beispiel das nächste Mal wieder Subs, dann kannst du was schreiben, aber du kannst mir auch so deine Subs schreiben, wenn du möchtest. Sollte ich eigentlich gewinnen. Was geht's wie Lapis? Das Ding ist, du bist nicht mehr im Nachteil, obwohl du diesen Overextend gemacht hast. Trotzdem nicht im Nachteil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr wichtig. Wie Overextend? Der hat aus dem Turm geholt, der Drill. Die 84er. Ja, die muss ich auch noch irgendwie alles holen. Danke für die Elfen, wie gewiss, da war ich. Nee, hast recht, dafür. Ich kann jetzt gleich sehen. Baby King Hawk Rider, das ist gut. Was ist das für ein Poison? Ja, das war der Hit. Das war ein geiler Hit. Eigentlich sollte er es doch gewinnen, wenn er nicht Trash ist. Ja, sollte er. Aber ja. Er ist Trash. Das ist das Problem. Die Bedingung ist nicht erfüllt. Aber so ein defensiver Drill könnte auch ganz gut. Ja, das muss er verteidigen. Okay, guter Bowling. Bowling. Er gefällt mir nicht. Ja. Und ja, das ist es. Das war's jetzt doch. Jetzt drill defensiv und los. Wie drill defensiv? Jetzt drill defensiv, du! Wie drill defensiv? Ich muss doch gerne tun für die Crowns. Okay. Für Crown down. Crown down. Lol. Lol. Habt ihr beide auch einen rausbauen? Lol noch dazu. Das gleiche gesagt. Voted. Das ist echt verrückt. Crazy times. Stimmt. Die Crowns hab ich vergessen. G zu den G. Das war's, die Kerl. Well played. Also kein Witz, mit 8-4 im Helm, Bixby YouTube-Videos schauen vorm Schlaf ist für mich gleichgestellt mit Weltfrieden. Ehre. Weltfrieden? Ja. Alter, das ist schon ein heftiges Lob. Das ist eine gute Nachricht, dankeschön. Sehr gut, Leute, weiter so. Jetzt muss man okay, Flobby mal zeigen, was er kann. Oder vielleicht nicht zeigen, was er kann. Sondern los, Flobby, rein. So, Flobby. Joho, good luck, Flobby. Ich wollte gerade deinen Main-Account zuschauen, aber da habe ich gesehen, der steht 14-5. Stopp, jetzt muss ich mich konzentrieren. Danke, Till. Du bist nett. Gegen Arki, 1097 aus dem Clan Adalet, Aymasa. Mhm. Finde ich gut ausgesprochen. Kein Ding, Bruder, gerne. Ist jetzt schon Spark, Digga. War jetzt nicht so geil. Sparky genommen und danach hat er Rocket bekommen. Das war natürlich jetzt nicht so optimal. Was geht, Karl? Karl? Jo, was geht, Bro? Jo, was geht? Alter, du geile Sau, Alter. Vielen Dank für den 18. Kuss, danke für den Support. Echt? Elixier, Golem! Flobby! Ja,
Stimmt, hast recht, jetzt hab ich keine Lust mehr. Schon, wie ich scheiße, du hast gar keinen Bock auf die Welt. Ich stell die Emma gegen Karl. Willst du Goblin Dorn wieder? Weiß nicht, Bruder, willst du Dorn? Ja, ich sag dir morgen, was ich für ein Deck spiele. Geil. Okay. Just on Matthew früher immer, wenn man ein gutes Matchup hatte, wollte er Dorn, wenn man ein schlechtes Matchup hatte, wollte er nicht Dorn. Kann ich mir vorstellen, aber Matthew war mega sauer auf einen. Und dann wurde irgendwie Matthew einfach in der einen Season von Pompeo gewinnt, das war auch nice. Hat Pompeo gut Game geschrieben, Matthew ist aggressiv in X-Bogen reingegangen, geknickt. Aber Pompeo hat ihn doch gewinnt. Ja, was heißt Gewinnstil, Digga? Ja, das war schon eingedeutet von Matthew, aber... Ja. Das war irre. Das ist gute Musketier-Value. Nervt doch nicht. Geht Matthew eigentlich noch, Jojo? Dem geht's gut. Matthew ist so ein bisschen der Tinder-Schwindler in der CR-Szene. Der Tinder-Schwindler. Tinder-Schwindler in der CR-Szene. Schwindler. Was wird das hier? Hallo Max, der Bo. Er hat Punkte. Jo, was geht noch? Karl, ich soll dir Hallo von Garland sagen. Jo, hallo zurück zu Garland. Ja. Hallo. Junge, Floppy, kannst du auf den Goblin Wülze spielen, deswegen hast du das Game für 3 Jahre gequittet. Ey, ja, das stimmt. Echt so, Floppy. Spiel mal nicht die Karten, die du gehasst hast, oder? Schau, ich musste es picken, leider. Ich musste es leider picken. Ja, du hast Golem auf der Hand. Ich hatte Elixier-Golem und Mortar. Und Mortar, das hatten die Karten nicht. Du hättest den Schmutz auch einfach verenden können. Elixier-Golem mit Dark Prince und Baby Dragon ist doch OP. Junge, was für Elixier-Golem-OP? Was soll das? Draft Dark Prince, Baby Dragon? Das weiß jeder. Natürlich, ich nehme den immer, wenn ich den habe. Ich hoffe, der geht das Spiel das alte 4-Muski-Deck von Tobi's Bulldog. Das alte 4-Muski-Deck. Ich kann mich erinnern. Er hat halt Rocket noch so. Giant, aber. Ja, er hat Giant. Ice Golem. Ich hab sogar damit 20 Siege geholt. Echt, Junge, was ist für ein Wow! Einfach ein ganz wilder Flex, Junge. Schreibst du deine Tinder-Bio, da hast du nur Matches. Ich hab doch gar kein Tinder. Wie? Du bist doch komplett dumm. Wie? Hey Morten, wie läuft's bei dir? Sicher ist auch sehr oder was? Morten. Sehr oder was? Ja, sehr, ja. Ja, sehr. Weiß nicht, ich bin hard washed. Ja, bei dir? Ja, geht so. Manchmal fühle ich mich so, als ob ich betrunken bin, aber. Toll. Ich meine, wenn du Lukas sehr als Wingman hatte, die ganze Zeit die Frau dann labert, solltest du euch gute Chance haben, dass auch eine für dich dabei. Nee, der labert nicht Frauen an, der fragt einfach die ganze Zeit random Leute. Der labert Typen an. Ach du heilige Scheiße. Hat der noch alle Tassen im Schrank oder was? Das ist ein ganz komischer Code. Okay. Dann vielleicht sagst du einfach, dass du Lukas nicht kennst. Mach ich mal. Ich sag dir, ich weiß nicht, wer das ist. Das ist die Wingman-Methode. Wer ist dieser Typ da? Ja. Ganz fürchterlich, so bin ich nicht. Das ist echt schlimm, der ist mir auch schon aufgefallen. Hat dich auch schon belästigt. Ja, der belästigt jeder Tag, Digga. Ich schütze dich vor ihm. Nee, da werden die Pfeile reinkommen, da muss der Feuerball gespart werden erstmal. Ja, aber es klappt ja, hä? Der Erfolg gibt der Floppy sehr recht. Das ist ein Full-Life-Hawk an seinem Flur. Ach du heilige Scheiße. Schneeball nicht defensiv, das ist auch eine gute Entscheidung. Das ist ein... Floppy führt nicht mehr. Ist ein sehr guter Trade, ist ein sehr guter Trade. Ja, ja, stimmt, die Pfeile waren echt gut, Mann. Du hast einen Exil-Vorsprung, bau dir einen Push-Off, Bruder, Baller. Ich weiß ja jetzt noch, dass er Poison hat, deswegen alles easy. Oder 2-16. Ja, 2-16. Poison. Junge, du hast eigentlich... Also Pfeile... Ja, ich wusste halt, ich dachte halt, er hat Rocket, deswegen habe ich die ganze Zeit so defensiv gespielt. Ich hoffe, es ist sein Teammate, Morten, du darfst Floppy gar nicht haten. Pass auf, Floppy, der Hawk eigentlich. Der Hawk, Floppy. Alles gut, wir haben gewonnen. Der Hawk war es nicht. Hilfe. Der Hawk war es nicht. Brauchen einen defensiven Snowball. Ja, die ist stark, Floppy, stark. Und deswegen bist du mein Team. Bubats Anwalt, danke für den dritten Stand. Endlich die 3. Mach weiter, du sagst, ich will den dritten Kurs, geht raus. Ich werde weiter so machen, dankeschön. Mega entspannt. Okay, wer geht rein? Der andere, oder? Der andere. Cool. Fein. Der andere. Ehrenwert, Junge. Geil. Der andere wollte ich auch schon mal genannt werden. Ja, wirst du mal. Das macht mich Titel ist auch wieder goated heute. Das macht mich einfach glücklich. Sagi der Shit oder Ballon? Sagi ist eigentlich der Goat. Mit einem Nightcheck habe ich OnlyFans auf Lobby. Okay, keine. Aber okay, so. Ich muss auch keine Antwort bekommen, so. Ich hoffe, du hast jetzt deine Antwort. Warum muss ich immer RG fucking Bowler spielen jede Runde? Ja, gute Frage. Warum hat sich gerade Kobold fast Elixir Golem und Drill als Auswahl in Unkondition gegen Golem, Royal Giant und so? Unfair. Why we have only 5k Trophy? Trophy fehlt.
Because we washed Abi. Zappies. Okay. No, second Lieblingskarte. Die sind underrated, ja. Die sind gar nicht mehr underrated. Die sind underrated. Die sind well rated. Well rated. Nee. Schreibt uns als nächstes Kommentar bei Cashman, dann gucken wir, was er sagt. Die sind underrated. Nein, die sind nicht underrated. Die sind nicht underrated. In Draft Duel sind die underrated. Wer? Draft Duel. Zappies. Wie hieß es Vagi? Hat er Pfeile oder Vagi so? Ist echt eine gute Karte. Hat er Feuerball oder so? Okay. Guck mal, er hat keinen Feuerball und schon kannst du die Zappies abusen. Voll unfair. Voll unfair. Voll unfair. Voll unfair. Unfair. Aber warum sind die dann underrated? Weil es unfair ist. Macht keinen Sinn. Random Goblin. Okay. Das Game macht keinen Sinn. Du hast es verstanden, Sam. Das Game von einem guten Meister gelernt. Laut Flobby macht das Leben auch keinen Sinn. Ne, stimmt. Ja, stopp, nee, das hab ich nie gesagt. Irgendwie wenig Elixier. Auf einmal irgendeine Gruppe random, das Leben macht keinen Sinn. Okay. Das hast du aus dem Zusammenhang gezogen. Ja, geschrieben hast du es trotzdem. Ja, aber natürlich anders gemeint. Ja, aber es, wir haben ja nur zitiert. Ja, und dann auf einmal hieß es... Erklärt. Ja, das lassen wir weg. Ja, würdet ihr euch jetzt als CS-Group mal ein paar Runden Velo oder Fortnite sehen? Ich würde mich um Fortnite sehen. Ich würde mich in Velo sehen. Ja, wie machen wir das jetzt? Sehe ich mich irgendwie gar nicht. Ich würde Velo und Fortnite sehen. Wo ist die Schnittkombi-Menge? Was willst du? Combo wäre Apex. Nee, Apex ist AIDS. Hä, dann spielen wir einfach Fortnite und Velo. Nein, das ist... Warum streamen wir Clash Royale? In einem 48-Stunden-Stream. Junge, Clash Royale ist tot, Digga. Nur weil du Clash Royale streamst so. Minecraft ist die Mitte. Okay, geil. Minecraft in Bad Wars 4x4 könnt ihr reingehen. Das ist noch eine Minecraft spielen. Mitte. Ich wär dabei. Hey, bei Minecraft. Survival Games. Easy. Ich hab Minecraft durchgespielt schon, auf hart. Er kommt nicht nächstes Jahr irgendwie das neue Minecraft oder dieses Jahr oder irgendwie in ein paar Monaten oder ich weiß nicht wann. Da kommt doch von den gleichen Machern so eine neue. So ja, 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 von Riot und den Machern ja, von Bad Wars. Genau, ja. Rolling. Ölbrook ist ja der D-Goblin. Der D-Goblin ist echt nicht okay. Deswegen müssen wir schon trainieren, Junge. Minecraft. Sorry, man. Wir müssen trainieren, wir müssen jetzt Minecraft spielen, damit wir gut sind im Game dann. Ein bisschen nachhaltig, denke ich. Das sind übrigens gute Skelette die ganze Zeit. Waren die Deppis so gut? Ja, die waren richtig gut. Trainieren. Die waren richtig gut. Wobei ich seine Skelette nahm. Ah, heiliger Charakter. Was heiliger Charakter. Ja, okay, top. Heiliger Charakter, ja. Aber Riot Games ist involviert. Das ist geil. Ja, man, das ist geil. Ja. Das kann eigentlich nur ganz gut werden. Man ja. hat mal die gelockt. Das kann eigentlich nur sein, wie Wild wird. Wobei ich muss sagen, in letzter Zeit neue Games. Ich finde Wild wird geil. Weil so ja, du bist auch ein nice Game, weil du hat leider nur keinen Hype. Wie bitte, Morten? Ja, ist gut, hab ich nur beleidigt. Weil das Game von Morten so anspruchsvoll ist. Ja, was bringt mir ein Game, was keine Sau juckt? Damit kann ich auch das ist halt voll die... kann ich auch meine ich spiele Clash, ich spiele gar keine Spiele aus Spaßgründen. Nee, natürlich nicht. Also mit Spaß kann ich meinen Kühlschrank nicht ernähren. Du wirst deinen Kühlschrank nicht ernähren, tatsächlich. Ja. Ja, ich ernähre meinen Kühlschrank auch. Wir denken halt nachhaltig. Wir denken nachhaltig. Ich weiß, Annie. Spielst du auch Wild Rift? Mein Gegner aufgibt. Annie ist Gold in Wild Rift. Ja, da kannst du auch nicht sagen, bist du gecancelt. Da kommt einfach mal die Oriana in die Mitte. Und dann geht's ab. Da wird ein Pentakill gemacht. Aber ich finde halt so, ja, ist Wild Rift nicht einfach eine Abklatsche von League? Nein, heute ist League Mobile. Übel geil. Ja, aber ist das nicht voll wasted? So Mobile Games sind immer schlechter als die Original Games am PC. Ja, ach, ehrlich. Geht. Du hast ja auch viel weniger Möglichkeiten. Ja, deswegen, hä? Es geht nur darum, dass es ganz viele Leute gibt, die haben keinen PC. Richtig, nur halt nicht in Deutschland. Es gibt mit CR-Vibes. In Deutschland ist halt. Gibt's halt nicht mehr, also weniger Mobile Games, also. Na, ich spiele lieber auf Mobile als am PC, wo irgendwie. Okay, Kai, ja, wenn du das machst, dann macht das jeder so. Ja, aber es geht um die Allgemeinheit in Deutschland. Ja, also, Indien zum Beispiel mit Deutschland. Ja, ja, klar. Das ist ja logisch. Ja, PUBG ist anders, das stimmt. Aber vor allem, wenn man jetzt neu anfangen möchte, hat man keinen Bock irgendwie gegen 8. Oder wie lange gibt es schon normales League? Ja, das stimmt schon. Das ist, glaube ich, viel zu verschwitzt. Und ich glaube, ist es White Rift auch nicht less toxic? Aber nein, ist auch nicht nein, 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 weil du nicht. Nee, nee, nee. Werden auch Mütter regelmäßig beleidigt? Ja. Geil, 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 Ira. Wie viele Karten gibt's in CR? Mittlerweile gibt's auch 106. 106. Das ist doch auch nicht so anfängerfreundlich, sagen wir mal so. Ja. Wenn du jetzt damit anfängst, irgendwie so gut wie Mohammed zu werden, schwierig.
Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch. Reicht ja so gut wie Morten zu werden. Ja, so gut wie du werde ich innerhalb von einem Tag. Lol. Damn, boy. Nee, ja, ich spiele ab und zu in letzter Zeit Valorant, aber ich bin hard trash. Bobby, wann spielen wir? Warum spielst du Valorant? Ey, wir können gerne nach GT Duel Valorant spielen. Alter, wie geil. Wir haben irgendwie einen Smurf oder einen neuen Account oder so. Oder wir gehen an. Ich habe das Lobby Valorant gespielt und ich konnte nichts tun. Ja, weil du schlecht bist. Ja, du bist mindestens fünfmal schlechter als ich. Nein, Morten ist als du, Sam. Morten ist besser als du. Bro, du bist so lost, wenn du sagst, Morten ist besser als ich. Doch. Ich hab mit dir... Also wirklich, was ich bei dir gesehen habe, das... Nee, das war... Digga, ich hatte irgendwie 3 FPS oder so, was ich auf meinem Laptop gespielt habe. Ja, eben! Hast du immer noch 3 FPS? Junge, bist du arm oder so? Ja, aber ich wäre trotzdem besser mit 3 FPS als Morten. Junge, das ist aim einer Pommes, Digga. Nee. Bro! Nee, ich sag dazu gar nichts. Hey, mach mal ein Best of 3 oder so. Die Best Digga, of 3 in Valorant, hä? Ey, ohne Witz, Morten gegen Sam, das wäre vielleicht... Wir können uns alle Valorant downloaden und spielen zu 14 nach Valorant. Ehre. Ja, hey, safe. Lass machen. Ja, okay. Aber kann ich mir das nebenbei downloaden? Da. Weiß ich nicht. Wie ist dein Internet? Ich hatte 500.000er Leitung. Sollte gehen, oder? Sollte es gehen. Probier es. Du kannst es anhalten. Oder mit der Müdigkeit. Ehre. Also wenn ich gegen Morten verliere, dann mache ich... Junge, deine Mom, Digga, nervt nicht. Junge, du sagst immer, dass andere Leute schlecht sind, aber du bist der schlechteste Valorant-Spieler, den ich je gesehen habe. Dann du bescheidest ja, wo du 24/7 spielst, du armer Schlucker. Digga, du fliegst jeden Tag bei einem Sieg aus. Deine Mom, Digga, deine Mom. Ich hab sogar das Tolle. Sam's arme Mutter. Junge, nerv dich gerade, deine Mom, Digga. Das Ding ist halt... Big Splin hat auch noch nie gespielt, der wird trotzdem besser sein als Sam, 100%. Ja, natürlich, weil Sam hat Schwäches, Digga. Digga, Flobby, du bist genauso schnell. Junge, wieso ist Sam so sauer auf einmal? Ja, weil Sam, Digga, ich trotzdem wieder ohne dir und ich sag jetzt, du scheiße bist, Digga. Zu wie viel kann man eigentlich Valorant spielen? Was? Zu wie viel kann man Valorant spielen? Mit sehr vielen. 5. Also 5 ist ja, weil man kann ja... Ganz theoretisch auch zu 10 spielen. Ja, wenn man gegen spielt. Selber. Verteidigt mal dein Fortnite. Ich kann mir Fortnite nicht verteidigen, weil irgendwie, keine Ahnung, keiner Bock auf Fortnite. Fortnite ist nice. Seit wann hast du einen Nasenfahrer? Nasenfahrer. Geil. Nasenfahrer. Wer geht rein? Der pisst dich, Alter. Dran jetzt. Wixman ist, glaube ich, dran, oder? Ja. Ey, guten Tag. Ja. Okay. Hat er Faust gewonnen, ne? Good for you. Ja, er ist muted. Ja, er war's. Ja, lass erst Valorant und dann Fortnite zocken heute. So ein Ding ist das. Wie Fortnite. Fortnite ist wurscht. Junge, wir müssen mal mit Valorant mit Herr Strobel spielen. Dann wissen wir auf Twitch gebannt. Immer wenn ich Herr Strobel hingucke, werden Leute beleidigt. Ja. Meintest du nicht bei dir, du wirst auch immer beleidigt? Ja, aber ich beleidige ihn immer zurück. Trigger die. Ist das auch nicht das Gleiche, hä? Nein, ich fange ja nicht an. Ach so. Und außerdem wollen die mich immer melden, weil ich so schlecht bin. Junge, ja, was? Wahrscheinlich du Trolls oder aber so. Das ist aber auch ein Wildcraft-Troll. Hattest du, aber die wissen das nicht. Ja. Im WR ist es auch so. Da bist du aber ich wurde schon so auf der Kant. Ja, bist du der Echte? Aber es geht. Are you the real one? Also wenn du gut in LoL bist, wirst du nicht reported. Du wirst nicht reported werden. Wenn du scheiße bist, dann wartest du dann... Ja, es ist das gleiche Prinzip. Wenn du schlecht bist, wirst du reported. Ja. Ich brauche einen CR-Voice-Chat. Das wäre geil. Für den Content. Das wäre so lustig. Ein Tag CR-Voice-Chat, Digga, und einfach alles aus. Ich bin erst mal mit diesen ganzen räudigen Chat. Gute Content, aber bist gebannt. Das wäre richtig lustig. Du wolltest ja noch instant gebannt werden. Hä, man wird doch nicht gebannt, wenn Gegner was sagen, oder? Einfach so, einmal... Nee, nicht Gegner was sagen, aber sonst ist dann ja von alleine selber was zu sagen. Wenn die einen Voice-Call machen würden, Digga, das Report-System bei Supercell ist eh schon scheiße, Digga. Die würden niemanden bannen. Sam, man wird deswegen nicht gebannt. Es gibt auch Streamer, die streamen Valorant und wenn da jemand... Nein, das System in Valorant ist scheiße, Digga. Du wirst doch, also wenn du bei jeder Beleidigung gebannt wirst... Dann wäre das geht gar nicht, dann könnte man nicht Valorant spielen. Ja, aber du würdest, glaube ich, in Clash Royale bei jedem Mal, wenn du gewinnst... Nein, Digga, du wirst ja jetzt schon nicht gebannt gefühlt, Digga. Dein Gegner würde jedes Mal das N-Wort droppen, so. Hey, Sam, aber das ist recht. Nein, es geht ja jetzt um Stream. Es geht ja... Also Sam hat Stream gemeint, ja, aber es ist ja rechtlich festgelegt, wenn das so aber wäre, gibt's da dann... Gibt es da keine Rahmenbedingungen, so kann ein
kann dein Gegner alles machen. Du kannst den Gegner auch einfach muten. Wenn man durchschützt, gibt es immer die Möglichkeit, jemanden zu muten. Wenn der jetzt die ganze Zeit N-Wörter droppt, dann würde man ihn halt muten und sagen, man distanziert sich davon. Also ich wurde so oft, also in Valorant werde ich jeden Tag als verfickter Nazi beleidigt. Richtig geil. Kann es sein, dass Valo irgendwie toxic ist? Ja, aber es ist jedes Mal. Dann beleidige immer deren Mütter. Ihre. Geil. Dann können wir in Worten des Beleidigungs. Jedes Game mit Voice ist toxic. Wie imagine so Brawl Stars mit Voice Chat, so die ganzen 12 Jungen, die vielleicht beleidigen. Oh mein Gott. Junge, die einfach scheiße sind, weil sie den Frank halt geguckt haben. Der war witzig, Mann. Das musst du auch admitten. Junge, ihr seid alle neidisch, weil ihr so schlecht mit Frank seid. Wichsel, wir müssen wieder Brawlstars spielen, Wichsel. Ja? Wenn's die Admin ist. Auf geht's. Ey, Wichsel wird komplett gehardcountert. What the fuck? Wir gehen halt einfach Fischer, Bombenturm. Aber Wichsel hat doch Lightning. Ja, hä? Und der hat Lightning. Achso, das Nado, ne? Ich hab nur Jonas Post gesehen, wow. auf Twitter. Ist immer lustig. Von ja, Bambi. Ola. Mit dem Astronomie-Typen? Ja. Ich dachte, also wenn das ernst gemeint ist, frag ich mich, was es für Allmanns gibt, Digga. Also ich wurde auch selten so hart amalisiert. So hart einfach die Fibro zu nur so zu fake. Ja. Immer diese scheiß Toilette, Mann. Ich hab vorhin der ihn zugeguckt, der war einfach. Ist einfach 1-3 gegangen, ne? Wer? Classic Challenge. Wie? Ist 1-3 in der Classic Challenge gegangen. Da fällt das Wort Wash eine ganz neue Bedeutung, Alter. Der Arme. Oh Gott, oh Gott. Junge, wie ist mit Counter gegen? Ja, ein bisschen hart Counter. Na, Creed. Aber warum geht der jetzt da rein? Ohne Grund. Weil er Gegendruck machen möchte. Weil er gut ist. Ich weiß ja nicht, ob das der Play war. Egal, jetzt macht er den King an. Jetzt kommen gleich die nächsten Hawks rechts. Kommt jetzt eher mal ein Lightning vom Big Spin? Lightning Cycle oder gewonnen? Nein, darauf einen Kipp zu geben. So, mach kein Lightning. So ist gut. Was passiert hier eigentlich? Was macht der Typ da eigentlich? Kann der Giga jetzt mal reingehen? Hier. Feuerball. Feuerball. Kann ich Cycle gekickt. Natürlich hat er den Cycle. Hä? Was denn? Ist ein Spiel wie Nick. Wieso opfert er hieß mal seinen Cracker? Hallo! Damit der Ghost nicht chippt. Irgendwie sieht der Cracker nicht unendlich mehr. Mann. So, jetzt. Hat den Baller predicted. Jetzt Fisch stehen und dann all good. Nein, Feuerball! Kannst du Lightning oder so? Jo, gut gemacht. Hä? Nee! Jetzt los, Baby Dragon, Hawks! Wir brauchen Hawks! Ja? Feuerball, die Scheiße! So, ja, gut, jawohl! Alter, gute Defense! Jawohl. Guter Damage! Jetzt die nächsten Hawks und dann. Oh! Zwei Lightnings reichen, Big Spin! Es ist gut! Er muss den Eisen defenden! Nein! Hoggies! Stark. Fischer, irgendwas. Stark. Am besten irgendwie Nado, weil es dann schief ist und dann. Feuerball auf die Karte links. Gib ihm. Nein, warum Feuerball nicht? Gib ihm! Vamos! Let's go! Easy! Gute Runde! Junge, ein bisschen gut gekriegt. Digga, hätte Wixman verloren, hätte er gesagt, er kann nichts machen. Stimmt nicht. Ja. Verdammter, das ist 6 Shot Moin. Moin, Verdammter. Danke für den Kuss. Natürlich. Und Spielfälle sind nur bis 2 Shot Mario Kart. Mal gucken. Gegner danke für die Bits. Pumpen. Weiß ich jetzt nicht. Goaler. Sion. Karl, Junge, du bist das. Du bist die lebende Legende. Du schaffst das. Du musst das Herz haben. Wir schaffen das. Karl, du bist echt krank. Machst du Lava, du. Call the Legend. Call the Legend. Karl, der Boss. Ole! Ja, ich habe ja alle Namen selbst gegeben. Flow CR. Das fällt mir gerade auf. Das ist mega narzisstisch, Digga. Fällt mir auch gerade auf. Komm mal wieder auf den Boden, wo ich der Tatsache. Lali, Pap. Dim, 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 dim,
Ja. Alles gut, denke ich. Guter Freeze. Saved. Hä, wieso motivierst du ihn, Sam? Du bist doch gar nicht in seinem Team. Du bist doch nicht in seinem Team. Was machst du denn da? Hallo? Ja, was ist das? Nee, ich schaff mal den nicht. Dir, Digga. Die Hilfe. Digga, ich cancel dich gleich. Was soll die Scheiße? Karl, du bist ein geiler Typ. Du weißt es auch. Tief in der Welt. Das kann man nicht einfach so machen, Sam. Wirklich. Das Sam, du bist echt disrespecting. Digga. Das ist wichtig und richtig, was du gerade machst. Weiter so, Karl. Weiter so. Deswegen bist du so schlecht in der Welt, wirklich. Na. Lol. Junge, dafür, dass du einen Sparky hast, bin ich jetzt nicht mehr für dich. Okay. Los, verlier! Okay, auf Projekt der arme Gegner, der kann nicht, der hat nichts gegen Sparky. Nee, nichts gegen Sparky, der Arme. Du siehst doch seine Karten. Aber der hat noch zwei, eine Karte übrig. Oh, der Ritter spielt man den Ritter gegen den Minipacker. Hat er nichts, Ewes. 3 für Felix, hier, hä? Hallo? Der hat doch gar keine Ewes. Aua, du weh! Der arme Karre! Wow. Du schaffst vielleicht solltest du ihm Tipps geben, Sam. Vielleicht gewinnt er dann. Karl, du bist es, du schaffst das. Auf den Rascal Boys du bist spielen. Ein geiler Zocker. Ja! Danke dir. Macht er aber. Karl, dein Deck ist richtig räudig. Ich mag mein Deck voll. Loon Freeze. Loon Freeze. Junge, der Snowball komplett overrated. Der war komplett geil. Ja, guter Snowball, Karl. Hör ich auf den. Ich will jetzt freezen? Ja, musst du nicht. Nein. Nein, nicht freezen. Ich will nicht um die All-In. Yes. Nein. Der Freeze war nicht. Gut. Nee, das war nicht gut. Wirklich. Also wirklich, jetzt mal ehrlich, das war schlecht. Jetzt jeder sagt jetzt, dass es schlecht war. Ja, das ist ja der Pfeil, hä? Mega Minion! Hey, das ist kein Freeze Guy. Mega Minion! Okay. Den brauch ich auch nicht. Mega Minion! Wieso, wie brauchst du? Nein! Hä, hey, wie schlecht war der Snowball? Hä, hey, der war zu spät. Hallo. Hä, hey, du spielst echt enttäuschend. Hä, hey, der war gut, um den Spark abzuwehren, um den Spark leben zu halten. Ja, der war echt gut, der Snowball. Echt gut. Da ist Karre gestorben. Karre gestorben. Diese Earthquake Cycle ist irgendwie nicht so der Vibe. Hallo, wir brauchen einen Ritter! Ritter Sport? Komisch. Die Pfeile waren jetzt ganz schön fragwürdig. Pfeile rausspielen, wenn der Rascals hat. Oh, eine Mega Minion. Oh, den Bombenwurm. Die ist so dran, Kaiser Legend! Geil! Ich dachte, der wird nicht kiten. Der Freeze war's nicht. Oh, Ram Rider. Ram Rider! Los, jetzt kommen wir mit Ram Attack! Pommes! Nein, was ist das für ein Placement? Ja, er spielt sie in! Pfeile, EQ ist auch gut. Jetzt ein geiler Freeze, ein legendärer geiler Freeze. Und jetzt Connection! Oh, geil! Ja. Wop. Das wird jetzt zelebriert. Egal, du hast alles gegeben, komm. Morten Royal hat uns gegeben. Ja, manchmal ist alles nicht genug. Ich habe immer das Gefühl, wenn Karl Legend dann so den Stream ausmacht, nachdem er so mit uns den Mensch gemacht hat, ist immer so komplett ein anderer Mensch, Digga. Komplett mental, Digga. Ja, ich glaube wirklich, dieser Call, dieser GT2v2v2-Call, das ist schon mental sehr anfordernd manchmal, ja. Ja, das kann man nicht. Karl, du musst belieben, mein Bestes, du musst belieben, du kannst es immer noch schaffen. Ich beliebe. Karl, wenn du irgendwie reden willst. Du beliebst, du bist der Enttäuschung, haha. Ich kümmere mich um dich nach dem Stream. Danke, Bruder. Aber es ist tatsächlich weniger mental anfordernd, wenn man einfach immer gewinnt. Aber wie schaffe ich das nicht? Ja, das stimmt. Ich entscheide, Mario Kart wäre das nicht passiert. Das ist sehr tröstend. Mario Kart wäre es nicht passiert. Octavius Luis. Hallo, GC Hartmann. GC Hartmann, die Legende, was geht? Nerv mich! Hä? Oh. Er wie direkt. Er wie direkt, geiler Typ, Ehre. Egal, 2 Schweine drauf. Ja, guter Damage. An der Pumpe. Wirklich okay, Damage. It's all in. Aber schon viel Elixier, ne? Boah, Bruder, wir sind reich und scheiß auf alles. Ich bin reich. Ha, Hilfe! Okay, oh gut. Ja, wenn der geht jetzt Golem ist zum Arsch. Du hast schon deutlich einen Elixier in der Teil, sagen wir mal. Kannst du irgendwie Golem setzen oder so? Oh. Oder ein Random Arch hier in die Brücke. Achtung, er hat noch richtig. Du aber! Executed komplett hops. Junge, wieso hat er auch Executioner? Weil er ein geiler Zocker ist. Junge, es geht mal keinen Sinn, weil ich mit Florian Team bin. Ey, stopp. Du hast den Snowball zu spielen. Gute Piglets, ja, stimmt. Hier ist Philipp und so, gegen den Henker. Ja, was soll ich sonst machen? Durchlaufen. Nein, keine Ahnung. Das war tatsächlich alternativ gut. Was willst du, die Kerem? Ich weiß nicht, ist das nicht ein Freeman für dich? Oh, ihr seid ja, war jetzt echt. Also, die Pumpe ist nicht smart, Ding. Die Pumpe ist gottlos jetzt. Kannst du irgendwas sagen? Karl, deine Analyse ist echt wichtig. Danke, Bruder, ich brauch die Analyse, mein eigenes Gameplay.
Was hast du denn noch gegen AG? Ich hab gar nichts gegen AG, ich hab jetzt noch Rekruten für den Single Tag. Er hat Lock. Executioner ist der Hard Carry. Ja, eigentlich sollte er das Matchup easy gewinnen, oder nicht? Wenn ich das denke ich auch, aber ich denke auch, dass er auf einem guten Weg ist. Er hat Executioner Lock und du hast Rekruten. Das ist ja mega geil, Mann. Ja, du musst jetzt Schweine spielen. Gami? Ja. Jawohl. Ja, das stehen wir auch schon mal besser, Motto, ja. Exi-Brücke. Nein! Du in der Brücke ist auch okay. Jawohl! Der Excel! Was ein geiler Zocker, der Gegner! Ich hoffe, gleich bleibt der Gold. Jetzt nicht choken. Wieder defensive Pickets am besten? Ja, klar, was soll's denn? Sehr gut! Kann er einfach jetzt AG gleich machen und gewinnen? Kann er. Ja, Nitz! Wie bittet der noch? Ach du Mann. Ehre, Nitz, du! Oh, dieses Game nach. Ist gerade. Oh, das ist zu spät, der geht andere Leben, er weiß, er hat ihn gelehnt. Ist der Lane switch smart? Ich hab das Gefühl, er ist. Nee. Nein, alles gut, Sam, war gut. Wie, alles gut, er verliert das noch? Nein, er hat noch Rakete oder Lightning, alles gut. Wie, hat noch Rakete oder Lightning? Ja, du musst belieben jetzt. Verliert das noch? Nein, die defensive Pumpe auf Zodiac war gelehnt. Ja, er hat noch Rakete oder Lightning, er kriegt den Turm. Digga, mit der defensiven Pumpe hat Zodiac nicht gewonnen, Sam. Jetzt defensive Block und dann Lightning. Nein. Er hat kein Lightning. Nein. Doch, alles gut. Oh, die Kerre war mit einer Keule, was soll die Scheiße? Wow. Alter, was war das Mama. Für ein Game, Junge? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich nicht schneller war als er, Digga. Ich fick mich selbst, was soll das, hä? Ich becher mich weg. Ich war mir so sicher, dass ich schneller war eigentlich. Und jetzt Floppy. Egal, wir gehen rein. Und jetzt instant 0-2 auf einmal. Nee, gar nichts. Wir holen das. Question Dior. Alles gut, Digga. Gut, wie du die Brille aufziehst. Nerv doch nicht, du random, Digga. Wer bist du eigentlich? Digga, du hast dreimal verloren. Was willst du eigentlich? So. Karl, lass dich von dir nicht unterkriegen. Alles gut. Okay, alles gut. Voll gut. Du darfst dich von jemandem, der gerade verloren hat, dich unterkriegen lassen. Was bist du eigentlich, Digga? Ich stelle es echt dumm. Da gibt's der Hartmann. Das ist wichtig. Mach ich später. Das Problem ist, dass du mich in eine dumme Lage warst. Jetzt kann ich dir die gesagt, als die Challenge verliere, wo ich insgesamt weniger verloren habe. Dafür entschuldige ich mich. Aber. Der Weg ist es. Ehre. Ehre. Entschuldigung wurde angenommen. Warum bang die Karten so krass, weil Supercell, weil Clash Royale bugfreies Game ist? Lol. Ich hoffe, der Bug ist schneller behoben als der Bandit-Bug. Das wäre tatsächlich wünschenswert. Ich finde den Friendly Battle Bug immer noch nice. Ja. Das ist so insane, man vergisst sogar teilweise, dass es überhaupt manchmal Bugs noch gibt, weil es irgendwie schon so normal geworden ist. Ja, das stimmt. Er wird halt Sparky haben, Mann. Uff. Ja, man kann nicht anfragen manchmal, da muss man einmal zweimal anfragen. Morten Royal wieder in die Twitter-DMs, Hilfe. Nee, Morten Royal nicht in die Twitter-DMs. Morten Royal in den Twitter-DMs. Von deiner Mom. Hilfe, lass mich in Ruhe, Morten. Meine Mom hat gar kein Twitter. Ja, ich hab auch WhatsApp, das reicht. LOL. Savage Schlaber ist so fett Ace, Digga. Er markiert mich unter einem NRP-Tweet. Ja, Ehre. Die Comment unter deinem Brillen liegt. Ich weiß gar nicht, was er von mir will, der Fettkopf, Digga. Der ist damals der Beste. Kann einfach nochmal einen retarden Tweet machen für die nächste Ratio oder so. Nice, ich bin ein Hund. Prost, Digga. Ey, der hat einen Spieler auch gerade vor dem Flip drin. Ein Golem, also, das hat man noch nicht gesehen. Das ist so. Was machst du da? Unter deinem Brillen liegt, Bro. Der Golem! Ich glaube, Lobby, was machst du gegen den Sparky? Der Golem! Lobby? Der US? Nee, hat er nicht. Aua! Smart! Wie smart! Hätte den Ballon einfach ein bisschen anders gespielt. Deine Starter auf deine Hand. Ja! Lobby! Das war eventuell unglücklich. Nee, hab ich nicht. Ja. Ich bin Mords Gesicht auch so schön schnell. Doch, Heiligen Scheiße! Selber komplett gefailt! Fuck, Mann! Mit Brille die Plays zu sehen ist nicht so nice, egal, weiter! Schnell Brille abziehen! Ja, aber es ist auch. Bro, er kriegt halt als allerletzte Karte, kriegt das Sparky. Ich hätte easy gewonnen. Der Ballon hat links angetäuscht. Also ich will jetzt hier nicht. Aber Bruder, so viel Glück! Aber was hat der Feuerwehr mit Sparky zu tun?
Hä, hätte er keinen Sparky, hätte ich einen komplett easy Matchup, weil ich ihn komplett outpickt habe. Aber nur, weil er als letzten Karte... Hättest du verteidigt oder nicht? Weiß ich nicht, glaube nicht. Wir hätten so oder so, glaube ich, verloren. Achso. Ja. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Jo. Okay, er failed. Let's go. Wir können gewinnen, wir können gewinnen, wir können gewinnen, wir können gewinnen. Guck, welchen Krone war nicht Bridge. Und was machst du gegen die Ultra-Bahn? Wenn der Schlag das durchlaufen lassen und all-in gehen? Nein. Mach der jetzt bitte IBA zu Sau, Junge! Ja, Brücke jetzt eigentlich halt auch. Ja, Brücke wäre geil gewesen, aber es ist zu dumm, das zu checken. Nein, er choked! Weiter so, Floppy! Ja, alles gut, der lag mit Zurück, das passt. Oh, gut. Wow. Der Hit war interessant. War cool. Ich glaube nicht, dass das Comeback ein Fass. Natürlich, weil weiter. Jetzt doch, ich glaube jetzt schon. Teuer. Ja, teuer, teuer, teuer. Ich weiß nicht, wie Floppy gleich Sparky Def. Ja, ich glaube, honestly, das Glück ist halt, das Glück ist mit den dummen Floppy Comeback jetzt noch. Easy, ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Das ist ein guter Fischer. Ach, Digga! Er macht mich so sauer, Junge! Wir gewinnen das, wir gewinnen das, wir gewinnen das, wir gewinnen das. Easy. Ja, du gewinnst es echt. Ach, Digga, das kann doch nicht sein, Mann. Na, schade, Digga. Delivery das. Ja, das war schlecht von Floppy. Ja, ist halt unlucky, Mann. Unlucky. Stimmt, unlucky. Dass er den Moment den Duffel spielt, hä? Ja, ist echt unlucky, Floppy. Lass dich nicht darum reden. Du machst keine Fehler. Alles ich stell unlucky. Mich halt gleich so mute. Das ist wirklich unfassbar. Was willst du total? Weißt du jetzt? Jawohl. Schieß, 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 schieß. Jawohl. Schieß! Jetzt Ballon und dann Biber auf Knick. Nein, Junge, nee, Digi, nicht Ballon Knick. Junge, wie? Er ist so schlecht, ne? Ja, er spielt echt nicht gut. Echt? Egal, er gewinnt das trotzdem. Echt nicht. Warum kommt da kein Ebabs Knick jetzt? Hä? Mach doch was. Wie Ebabs Knick? Wie Ebabs Knick? Digga, du bist mir aber auch auf 4K so. Die Hexe hätte es geregelt. Die spielen ließ nur Pfeile Value. Ebabs Knick. Jetzt Ebabs, jetzt Ebabs, jetzt Ebabs, jawohl. In den Knick. Jetzt. Hexe, Hexe, die Fresse. Hexe, 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 Hexe. Schnell, jetzt geht die Spawn, ihre. Und jetzt ein Ballon neben den Spawn. Oh, jetzt mal nicht ein Ballon rein. Ja, Ballon, ich denke, auf Ehre. Doch, geil! Der Poison! Er checkt die Interaktion nicht. Digga, morgen eine Sternebewertung von Christian, ja, Nerd im Fernturm. Ehre. Wie will man durchkommen? Ja, Digga, wie soll ich denn jemals hier durchkommen? Hä? Der Gegner spielt mit Pfiff. Zumindest Sparky in die same lane. Das ist schon. Kann der Gegner einfach jetzt die Überwander vorpacken und dann gewinnen? Ebabs, Ebabs, jawohl, das ist so, weiß ich nicht. Ebabs knickt der Allerechte. Angst, das Sparky darf nicht gepult werden, oh oh. Ach du heiliger Sikere! Nee, all gut, Sparky ist der Ghost. Robby, du kannst es noch gewinnen. Er muss noch Poison cyclen. Er muss einfach jetzt Poison cyclen. Das ist irgendwie Damage machen oder so? Jawohl. Jawohl. Nein, die Hexe war es nicht. Nein, ich hab Angst. Nein, 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 nein. Oh, safe. Oh, jawohl. Wow. Let's go. Digga, dieses Matchup war so dumm, Mann. Schade, Floppy. Egal, alles gut. 0, ey, er kriegt ihn. Das war ein schönes Comeback. Ich hätte es so getan. Ey, Karl, du sagst am besten jetzt erstmal gar nichts. So, du hast Redeverbot von mir. Okay, Bruder. Okay, Bruder. Ey. Ich musste auch mein Teammate protecten vor solchen Leuten. Einfach hier. Okay, Bruder, einfach Redeverbot erteilt. Ey, es, hier, Sam und Faust haben einen gelagert, 2-2, oder? Ja. Okay, okay. Ist alles drin. Ist alles drin. Alles drin für alle. Ich glaube, es geht um viel Geld so. Für dich ist das vielleicht nicht so viel Geld, aber für mich schon. Natürlich ist das für mich viel Geld. Ey, Digga, dieser Ausfall ist so dumm, Mann. Die Gegner können einfach, man kann die Gegner komplett outpicken und die letzte Karte, er kriegt einfach Sparky und man hatte vorher nicht den Ausfall also, Rocket Spring. So dumm. Meine Karten sind anders beschissen. Ja, das ist halt anders. Ey, Karl, wir müssen gleich anstrengend verlieren, wenn nicht. Das können wir schaffen. Echt? Ja. Wir kriegen das hin, du musst eigentlich für die Blaster. Digga, Karl, ändere jetzt mal dein scheiß Discord-Profilbild. Ich hasse deine Nase. Diese Toleranz, die kennen wir gar nicht. Natürlich nicht, Digga. Das sagst du aber nur, weil ich kein Abi hab. Ich spiel ganz normal um 5-5. Was? Als wäre ich aber so ein Abi-Rassist. Feed Spirit. Warum Mojo gar nicht bisher so bad? Ja, das ist echt nicht so bad. So ein Bombenturm setzen und jetzt kein Elixier haben. Wie durch Sankt für 3. Oh Gott, Elixier, ich hab nichts dagegen, das ist so dumm. Wie Kanone. Rote Kanone, bist du in 2.17 oder gefangen oder was? Oh, Erdbeben! Der ist dran. Nee. Der ist dran. Oh, der ist trotzdem dran, der ist trotzdem dran. Schnute jetzt. Dran! Gute Banditin, gute Banditin. Nein! Jetzt generate noch ein bisschen Elixier. Kann er bitte in Ritter oder so kommen? Okay, mega, mega. Der Bug. Guter Bug, macht Spaß. Ja, da echt relativ gut gelöst. Das Ding ist, nur durch den Bug führst du. Das ist vielleicht guter Sepp.
Ich hab nichts. Ich hab kein Minitank, ich hab nur Banditin. Ja, ja, du kannst ja Klinger machen mit Eastwood. Hä, der Mortar kann auch durchkommen, er hat nur einen Mega-Ritter. Einfach Mortar dagegen. Und Bombtau und Erdbeben. Und Erdbeben. Aber also das macht er dann nichts. Gesehen ist es gar nicht so leicht für ihn, Mortar. Aber der Gegner ist, ich sehe jetzt schon, dass er übel scheiße ist. Ja, also das ist immer für Bombenwürme. Lass ihn. Ich hätte die aufgecycelt. Ja, weil du Mortar dein Spiel. Ich schmeiß Mortar an die Brücke, bist du. Hä? Was soll ich so tun? Selbe Lane, vielleicht andere Lane? Andere Lane, los! Coaching mit Flop. Das war Warfield, das war nicht. Musst du dafür bezahlen oder kriegst du dafür Geld raus? Allgemein, ja. Nee, man muss bezahlen. Ah! Oh. Jetzt wird wild. Aber ja, jetzt bist du so wirklich ehrenlos, der. Jetzt hoffe ich auch, dass du verlierst. Geil, jetzt hab ich noch beleidigt. Keiner appreciated Rocket Cycle. Oh, damn! Der Rocket Cycle gegen Sparky. Rocket Bag. Ich hab einfach Agony gegen die Arme. Das geht. Also Rocket gegen Sparky teilt, ne? Was? Voll gut. Ich dachte ganz kurz, Digga. Jeder ist wirklich top. Danke für den 8. Kuss. Ja. Setz Faust. Hast du nicht? Nee, Mann. Wie soll er eigentlich jemals durchkommen gegen dich, Sam? Erdbeben. Ich weiß auch nicht, sein Deck ist auch scheiße so, aber Erdbeben ist broken. Ja, okay, Erdbeben sage, ja. Ja, aber du kannst einfach Rocket Cycle, wie sie verteidigen wollen. So, jo, dieser Hestern Dragon ist ein bisschen broken. Deswegen spielen wir den auch die ganze Zeit. Die einzige also, Chance ist, dass du dann bist halt wortwörtlich ein Genius. Ich hab heute gegen so einen Genius im Ladder verloren. Der hat einfach Giant Level 5 gespielt. Ey, der ist AIDS, Mann. Bei Gott, das Bad Giant Prinz an die Brücke. Bei Gott. Ja. Bei Gott. Nerv nicht. Das ist ich. Ja, schaut. Unnötig! Digi, jawohl! So nicht anders. Ich mag Bandit. Da heul ich, Digga, das ist ja insane. Wir haben die perfekten Karten gedraftet, um ihn zu countern. Perfekte Karten. Good luck, David. Counter, nach einer Sekunde. Counter. Good luck, David. Wichtig, Sam. Ja. Digga, das Faust könnt ihr bitte verdienen. David sagen? David. David, also. Danke für den Quark. Wenn du das noch einmal sagst, Lobby. Alter, Chef, zwei Reibsküsse. Vielen Dank. Ehre. Meint gerne rein. Wir freuen uns sehr. Wir brauchen die Unterstützung. Jetzt hab ich hier beleidigt. Mir ist aufgefallen, irgendwie in jedem zweiten Deck sind mittlerweile Bandit und Ghost drin. Das stimmt. Ja, das ist ungefähr seit 4 Monaten so. Findest du Bandit oder Valkyrie hotter? Valkyrie denke ich. Ja, Valkyrie ist safe. Also wir werden einfach das ist noch los. Dieses Clash Real Tinder. Mega nice. Wie geil wäre so ein Clash Real Porno, Digga. Karte aussuchen könntet, mit der ihr Sex haben würdet. Welche würdet ihr nehmen? Aber ich glaube, so ein Bowler wäre auch wild. Boah, Digga, ein Bowl, Digga. Der bowlt mich aber komplett weg, Digga. Der ist schon mächtig. Ein anderes Universum bowlt er mich, Junge. Dieses andere gefährlich. Finde ich aber interessant, Digga. Das wäre eine gute Marketing-Strategy. Muss ich mal so. Frag mal Rick, Digga. Weil ihr auf so einer Ebene seid. Bei der Banditin weißt du aber nicht, was sich unter dem Mantel versteckt. LOL. Oh, Junge. Geil. Auf einmal ist da ein Kork. Junge. Irre. Geil. Hier ist andere Debate. Die Ladyboy Bandit. Meiner. Oder kein Miner, ja. Das ist schon ziemlich gut gepickt von ihm, muss man sagen. Ich mag dein Deck. Ja, ne? Was hast du als Wincon? Der Goat. AG. AG, ja, easy. Haus, du Draft ist aber echt komisch. Ich weiß, ne? Oh ja. Hast du dein Mikrofon irgendwie geändert? Ja, ich bin hier gerade am Kochen nebenbei. Am Kochen? Bist du dumm? Nee, weil ich einfach so. Ich hab schon gerne Menü gemacht, so. Schon mal die Subgifts investiert. Ich bin ein anderer Disrespect, so. Was gibt's denn? Wir machen kurz Nussred-Konkurrenz. Was kochst du denn? Hühnchen mit Reis. Ehre für die Gains. Das ist sehr gut. Nur für die Gains. Beim Kochen wünsche ich dir viel Erfolg. Danke,
Du und nicht anders. Ja, die Elite-Hörmann hat er gut rausgebildet. Genau, so Kite hier musst du noch ein Lightning? Pass mal auf, ich muss den Kochlevel für so eine Minute zur Seite legen. Ey, dein Hühnchen brennt an, pass auf! Ja, ich muss es gerade Zeit mit einer Hand umrühren, ne? Ich stell doch kurz die Stufe runter. Wie geht denn das, Tobi? Was machst du? Ach, jetzt stimmt, Lightning. Kann ich in mein Team mit? Ja, nein! Vorne, hier hinten. Egal. Ah! Dann bin ich wieder wieder an. Hä? Warum kann ich einfach. Da ja, kann er. Ja, so schlecht ist der gar nicht. Der kann gar nicht reingehen, weil Faust hat E-Buff. Ja, das aber ist E-Buff ist nicht da, ist auch broken. Aua! 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 Hä? Faust! Meiner Poison! Meiner Poison! Wir brauchen jetzt meine Poison! Nein! Pfeile, 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 Das Ding ist, hättest du nicht gekocht, hättest du gewonnen. Aber alles gut, ey. Ich hoffe, das Hühnchen schmeckt jetzt noch umso besser. Ich lass mir jetzt schmecken. Tut mir leid, Sam. Voll gut, wir haben noch ein Leben. Das ist auch gemeint. Einfach das Loser-Hühnchen, Digga. Hä, kannst du alle noch ein Leben haben? Ja, alle ein Leben, ja. Alle ein Leben, jawohl. Jetzt wenigstens spannend so. Das ist gut. Ja, das ist gut. Boah, ist spannend. Du hast recht. Vorgelegt, das ist gut. Ey, Karl, du schaffst das. Oder bin ich dran? Nee, du bist dran, Bruder. Fuck. Eben, Sam. Und wir sind auch die Ersten, die jetzt dran gewesen sind. Was willst du, Karl? Du hast Redeverbot. Bist du nicht gleich confident? Und klar, ich stell mich stumm. Diamanten. Hier stellt sich stumm. Das ist eine Pussy-Taktik. Bist du nicht bereit so? Ich kann mich auch nicht stumm stellen, wenn du möchtest. Ja. Okay, dann stell ich mich stumm. Oh, gut. Natürlich kannst du das nicht mehr, dass du verlierst. Ich steh doch nicht hier. Nein, Herr, steh ich stumm. Nein, bist du nur reden. Ey, bist du jetzt auch im Gym-Grind oder warum isst du Hühnchen mit Reis? Ja. Einfach so, schmeckt gut. Einfach so, okay. Ja. Das kann, ist es auch einfach zu kochen, oder nicht? Ist es auch so ein Punkt, den bei mir so... gibt es kein Gym Grind, ich bin immer im Gym Grind drin. Okay. Immer? Immer? Oh, okay, 24/7, das ist wichtig. Bin ich gut, Faust. Du bist aber generell so ein bisschen goated, kann das sein? Nee, Mann. Ja. Ist ein guter Lifestyle, Faust. Okay, wir haben ein gutes Deck. Ein da. Ey, ich wünsche dir viel Erfolg, ne? Danke, Kuss. Jetzt. Ich muss Auge machen. Junge. Kann ich bitte Ego noch haben? Sugar. Was hast du für eine, was, hast du eine krasse Küche, Faust? Oder hast du so eine Studentenküche? Hast du eine krasse Küche? 40.000 Euro Küche. Eine richtige Ranzküche. Echt? Hast du, ja. Hast du einen Backofen? Nee, Mann. Was? Echt nicht? Nee, Mann. Lol, Digga. Hast du Mikrowelle? Aber ich zieh um. Ja, Mikrowelle hab ich. Ziehst du, ziehst du in Wohnung mit Backofen? Siehst du in Wohnung mit Backofen, Walla? Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Fragen. Siehst du in Wohnung mit Backofen? Alter, sag ich. Was ist das denn? Dann komme ich dich auch besuchen. Mord macht einfach so eine Panic-Situation irgendwie gar nicht. Oder ging der Inferno-Turm, hä? Das ist eigentlich dieses Bewerbungsgespräch. Oh mein Gott, ey. Das ist interessant. Hat er euch auch Pfeile gezeigt? Du musst eigentlich blitzen. Ein Blitz? Er hat Pfeile, jo. Alles ich gut, wusste, er hat Pfeile. Dass du das sagst. Wie alles der gut, Karl? Ich hab nichts gegen seine Elektro-Drink, wenn ich Jacken raus hab. Nicht. Ey, Morten, wie läuft's mit Führerschein? Boah, ich bin dabei. Hast du schon dabei? Praxis gehabt? Nee, ich musste erstmal meine Brille bekommen. Ich hab erst jetzt. Ach so, stimmt. Wir haben ein Problem, Karl. Mein Antrag abgeschickt, dass ich nicht Auto fahren darf. Geil, Alter. Das ist nicht geil, Mann. Bis Olaf Scholz ist verbieten. Stopp. Ja, smart, smarte Bogies. Hä, also, dass sowas gefeiert wird, ist wirklich witzlos, Alter. Das ist wirklich ein Witz, Digga. Ey, Jungs, soll ich euch einen broken Kombi verraten? Ja, erzähl mal. Ketchup mit Tabasco. Tabasco. Ist das wirklich geil oder ist das ein Joke? Das ist sehr, sehr wild. Er ist bei 3, du hast besser oder schlechter als Müsli mit Sprudel. Welche große Sperre? Nein, das ist nicht existent. Müsli mit Sprudel. Hallo, moin Leute, ich bin im Knast. Das isst man nur, wenn man es muss. Das ist Tabasco. Ist auch. Okay. Tabasco und Gewürz. Ist das besser oder schlechter als Döner mit Ananas? Waschkurs oder Soße im Ordnung? Boah, ich glaube, es ist schon. Danke, Karl. Ich weiß nicht, also das Ding ist halt. Döner mit Ananas und Pizza mit Ananas ist halt so ein Völkerbruch. Der Mord war stark. Safe, gut. Hallo, mach Inferno. Dicker! Zwei, du bist so im Exil, zwei Gebäude hat. Ein paar Sachen gegen Ballon.
Nur ich habe, wie soll ich die Scheiße gewinnen hier? Ich kann sie nicht sagen, Bruder. Ich, ja, ich schau dir aber. Was hat denn der als Win-Condition? Du darfst mich beeindrucken. Er hat AIDS als Win-Condition. Er gibt mir einfach eine Krankheit, dann sterbe ich. Das Gute ist, geil. Du Lightning schippst ihn irgendwie down. Wenn ich gepickt bin, ist alles gut. Ja, das ist schon schwierig. Das kann ist schon mal sehr. Boden spielen oder sowas? Er hat Mortar gepickt, hä? Achso, ich spiel Mortar. Hä? Was ist deine letzte Karte dann? Für Rocket? Sam, spielst du zuerst mal Draft Duel? Hallo! Bro, ich bin nicht so der beste Clasher. Ich weiß, du machst mich nicht, oder? Floppy, warum sagst du eigentlich die ganze Zeit Draft Duel? Wieso heißt das Draft, oder was? Ja, das ist Triple Draft. Digga, das ist Triple Draft, du Kek. Draft Duel, Pop. Ja, Draft und Triple Draft ist halt nur eine andere Form. Der hat nicht mal eine Win-Condition. Bro, was hat er für ein Spell noch? Feuerball-Pfeiler, das schließt das Spiel. Mach mal deine Augen auf. Brauchen wir jetzt eine Pumpe. Wir brauchen eine Pumpe, damit der Dixie wieder leicht ist. Hey, gute Cannon Card. Digga, Alter, das sind diese Kommentare. Gute Cannon Card, ja, das ist auch eine gute Cannon Card. Du kannst gefühlt eine Rakete auf den Spark jagen und Karl sagt gute Rakete. Klar, Bruder. Das ist ja auch eine gute Rakete so. Stimmt. Was muss ich denn? Du kannst vielleicht Lightning auf Flugi und. Nee, alles gut. Tipps. Gute Cannon Card. Jetzt muss er mal eine Pumpe spielen. Der Gegner hat halt echt keine. Er hat einen Mortar und der will dieses Mal zerstören. So, jetzt. Boah, Digga, da ist hinten und dann Mortar für ein bisschen Chip. Hätte der Gegner eine normale Win Condition, würde er so easy gewinnen. Jawohl, predicted, nice. Lightning oder nicht? Gut. Könntest du Lightning, glaube ich. Ja. Nee, Lightning war schlecht. Lightning war übelst trash, Digga. Also Karl, also langsam wird. Aber wenn ich gesehen, dass der Turm nicht getroffen wurde. Der muss jetzt mal was machen, der Gegner soll Feuerball werfen oder so. Der liegt einfach. Schön, safe. Was ist schön, Junge? Du machst, Digga, was soll das? Was ist denn bei Gott? Was ist denn das hier gerade, hä? Keine Karte. Oh mein Gott, oh Gott. Hä, aber das weiß ich nicht. Pfeile, warum Pfeile? Treff den Turm mit. Oh Gott, warte mal. Ja. Oh mein Gott, ist gerade. Feuerball, Feuerball, Turm. Feuerball, Turm. Er muss jetzt nur Feuerball, Pfeile draufwerfen, er hat gewonnen. Ich kann nichts machen, Bro. Er hat zwei Gebäude, Pfeile, Feuerball, Elektro-Ding. Junge, ich kann nichts machen. Ich hab Ballon als Win-Condition, Bruder. Was soll ich machen? Du hast recht. Du kannst nichts machen. Stimmt. Ich muss trotzdem spielen. Er hat drei Gebäude, Junge. Hä? Ach, Digga, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ah, scheiße. Ballon. Du kannst zuerst Morten und mich spielen. Und er pickt Hundesohn. Und wenn einer von uns verliert, nur dann musst du spielen. Okay. Ich kann spielen, ich geh ins Game. Yep. Ach, Digga, das kann man nicht fassen. So, jetzt doch ein Team. Oh, drei Los ist frustrierend, Digga. Ich kann euch mit einem Los schon raus sein. Gewinnen. Dann ist es 2-2. Einer von den beiden muss verlieren eigentlich. Ein bisschen essen und dann haben wir das in der Tasche. In der Tasche. Drei Los ist ehrlich frustrierend, Mann. Egal, Bix, wer ist das Standard? 2-1, das ist ein 17. Monat. Danke, der Stepp, für deinen 17. Vielen Dank. Und grinsen mal, danke für den 5. Kuss. Fühlt sich ganz so geil an, weil ich ganz normal sein G-Deck hab. Okay, das ist sehr nice, das ist sehr gut. Lol. Flying Machine. Mag das, wenn Bixel verliert. Warum? Dann verliert er. Lol. Das ist guter Lava-Trick. Der war echt nicht, der war komplett okay. Ah! Oh mein Gott, das ist auch stark. Das ist so Junge, er wird gleich den Fischer so gar nicht kommen sehen, WTF. Wir müssen reingehen. Oh mein Gott. Das, meine Freunde. Okay. Aber du wirst nichts dagegen haben, wenn du jetzt Fischer spielst. Doch, ich muss Feuerball machen. Er hat kein Elixier für Tornado, das ist gut. Pass auf, du wirst gefreecrowned. Wie viel Damage wird bist du noch fast? Gar keiner. Band, mega Hey, du hast ein komplett normales Deck. Du hast ein komplett, ich kotze. Ey, ohne Witz, ich drafte mir Schwanz mit Soße, weil ich nichts anderes draften kann und Morten hat ein normales AG-Deck. Das sind hier ein bisschen zu viel Verschwörung, Bixbin. Das ist Wahnsinn. Verschwörung, Alter. Das gibt mir hier die 0-3 oder 1-3 GC-Vibes vom letzten Mal. Ja, Bro, dieser bin ich. Ah, hab ich eine Lage, was soll ich machen, Mann? Es tut mir leid, sorry. Ja, ist schon eklig. Also, wir müssen nächstes Mal mindestens 4 machen, das ist ja komplett AIDS. Achso, man kann halt im GT-Duell relativ schwer vorhersehen, wie weit es kommen wird. Ja. Außerdem, das Duell ist noch nicht vorbei. Hallo? Ja, aber trotzdem, für mich. Die Welt dreht sich nicht um dich, Bixbin. Genau ja, das, was Faust sagt. Wenn ich mit einer Niederlage aber rausfliege, ist das. Also, das ist bitter. Ja, kann ich ja nichts für, so, dann verlier halt nicht. Ja, aber dann liegt's ja halt vielleicht daran. Ja. Dann liegt's ja gerne deinem Teammate so. Karl Legend, fass deine eigene Nase. Ich hab keine Nase.
Doch, ich sehe die im Discord immer. Gib mir jetzt. Ja, nee, aber Wixen und Draft ist da Ausnahme, weil es eh ein bisschen länger dauert. Ist das so gut von den Gegnern? Kann man sich aber Fischer und VGG so, hä? Klar, Bruder. Der Arme. Wieso der Arme? So, er hat doch reingeschissen, so. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Ja, ich glaube, du hast 100-0. Ich hab sogar noch 100-0. Pass auf, Eva, Morty. Morty. Aua, die Flugi, Morty. Morty-Boy. Morty-Boy. Geil, da. Morty-Boy. Ach, du Scheiße. Wir haben ein Problem. Karl. Ja, wir haben echt ein Problem. Wir müssen jetzt auf Lobby setzen, damit wir zumindest erstmal... Ach du heilige Scheiße. Even Lobby stehen. Ist alles Form, Digga. Auf Lobby setzen. Oh. Aber Lobby ist gerade in seiner Prime. Lobby kann jetzt unser... Hold Predict! Prime, oh mein Gott, oh mein Gott, Lobby kann jetzt unser Ehrenmitspieler werden. Lobby, mach nicht die Ehrenmitspieler. Guter Aja nochmal, ja. Salz. Okay. Wow, TikTok-Knopf! Was? Oh mein Gott. Let's go! Die Rente ist gesichert. Oh mein Gott, das geht so nicht. Ist es GT-Duell morgen auch noch? Ja, okay, gut. So, ja. Flobby, so, jetzt drafte mal gut. Ja, ja, wir machen kurz mal hier, ne? Blackie rein und dann gespannt. Gegen David. David aus Ark, da musst du den Wechsel auf jeden Fall reinmachen, stimmt. Nicht ähnlich. Pass auf, der Gegner ist der Goat. Meine Nase läuft, ich muss die putzen. Wo läuft sie denn hin? Zu deiner Mom. Oh, Junge, du kannst nicht immer mit deiner Mom kommen. Das ist echt so. Ich kann aber bei deiner Mom kommen. Ach, Bro. Bro. Digga. Bro. Wieso dauert das so lange? Warte mal. Ja, wir wissen es nicht. Viel überlegt. Flobby ist auch der langsamste Drafter, den ich je gesehen habe. Ja, hallo, der langsamste Denker, den ich je gesehen habe. Hä, hey, ich drafte echt langsam, aber ich muss halt überlegen, hä, man muss ja ein bisschen... Vor allem, wenn irgendwelche Leute... Möglichkeiten durch, wenn irgendwelche Leute fronten, die schon längst raus sind, so, hä? Für dich immer schwierig. Flobby, du hast noch 7 Sekunden jetzt, mach mal hin ja hier. Ey, stopp! Ja? Jetzt kannst du wieder reden, Stop. Lol, kurzes Redeverbot. Kurzes Redeverbot, genau. Ich glaube, wir haben gut gepickt. Was hast du für ein Deck? Das werden wir gewinnen. Ich hab Golem Fischer. Okay. Der Gegner hat wahrscheinlich Giant, aber ich hab Freude. Junge, du bist der Golem Goat. Das haben wir bei den Golems eben auf jeden Fall gesehen. Hey, komm. Mister raus, bitte. Okay, der hat kein Giant gepickt. Okay. Nee, der Tombstone war nicht gut. Kannst du anders spielen, aber ist egal. Ja? Wenn du ihn direkt drauf spielst, dann kriegt der Karte ist alles. Aber das ist ein Inferno-Turm. Hallo, auf solche zu haten ohne Grund, hä? Wir brauchen irgendwas Geiles jetzt gegen den Golem. Brauchen so E-Buffs oder so, das wäre geil. Mann! Ach, Digga! Ja, irgendwie hat er keinen Single-Target-Damage, so. Der Golem wird den ganzen Turm schwenden. Er hat Tornado, aber bringt ihm ja nichts. Machst den King an. Ach, Mann! Das ist doch gar nicht, hä? Das geht doch gar nicht, hä? Golem kann nicht mehr an den King Tower gezogen werden. Er hat das Video nicht geschaut. Das war's. Jeez. Ja, geil. Der arme Digga. Deswegen habe ich Flobby abonniert. Er hat keinen Sparky in der Auswahl gehabt. Beziehungsweise Sparky kam am Anfang und ich habe ihn nicht gepinkt und dann war nice. Komplett overcommitted, geil. Wie der Wangsbär. Crazy. Er hat kein DPS, das ist unfair. 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 Ius killt den ganzen Golem. Nein, aber Bruder. Das Game ist durch. Immer diese Rainbow Placement Trigger. Er ist ein Grabstein! Ich glaube, du musst den Grabstein anders spielen. Wie denn? Rascal's Bridge, schnell, punish ihn jetzt. So direkt drauf. Achso, so wie geht's. Nein, in dem Placement kann er das nicht. Okay. Wenn er normal läuft und nicht jumpt, dann geht es nicht, Morten. Klar. Nein. Doch, Bruder, also irgendwelche Leute, die hier irgendwie ab und zu so Karl kann genau, Karl kann genau 8 Karten und dazu gehört Grabstein, also respect him. Ja, du bist raus, das geht jetzt mal gar nicht. Das war's, GG's. Respekt muss man sich verdienen. Karl, ich sehe Karl bei einem 1er Finish. Wir gehen einfach rein, ich mach mal. Ja, wenn Karl jetzt 1 Finish kriegt, ich zuerst, Mann. Aufpassen. Whisky. Bochum hat das auch schon geschafft. Ah, wieder verkackt. Ja, ist okay.
Die Bochum-Fan hat's geschafft. Platz 1. Fuck, Mann. Stimmt, da war ja was. Ja, ich hab ihn komplett outpicked, der hat keine Chance. Ich hab ihn komplett outpicked, einfach outpicked. Stark. Outpicked, Digga, dein Gegner ist grenzdebil. Ja, aber er hat auch einfach schlecht gepickt. Also er hat auch einfach richtig der schlechte Karten. Ist ein Lobby. Outpicked irgendwelche Randoms. Nur eine Wähler, ey, danke für den siebten Kuss, vielen Dank. Ehre. Jetzt mal David, Digga, im GT bei 3 Siegen outpicked. So, ich geh wieder rein. Soll ich deine Lust werden? Ey, yo. Wir sind leider Dritter. Ja. Bruder. Aber wir können uns das Feld von hinten angucken. Ja, geil, Ehre. Wie geil ist das eigentlich? Das wäre eine gute Position, vorbei. Stimmt. Kannst du jetzt im Game und dann. Mein Popo. So lange geht's. Ja, wir arbeiten dran. Nächstes Mal wird besser. Nächstes Mal am besten nicht direkt zweimal verlieren, dann klappt das. Jojojo. Ja, Digga. Ich ganz vergessen. Den Namen. Pixel, das war aber ein Draft. Danke, Eddie. Kuss. Vielen Dank. Ja, und jetzt? Junge Floppy, Digga. Wir müssen jetzt gewinnen. Wir gewinnen jetzt. Ja, wir gewinnen. Ja, machen wir. Nehmen wir BX to the Moon. Ey, Sam, ich mag den Emote. Warte, jetzt alle zwei Niederlagen, ne? Welchen Emote? Ja, alle zwei Niederlagen. Lustig. Also, es ist so, sofort ist gut, vorbei, ja. Wenn irgendwas. Oder es kommt zum Kannst Spiel. Du den komischen nehmen, der so ein bisschen dumm guckt, den wir immer uns gegenseitig voll spammen? Nein, den nehmen wir nicht. Oh, Mann, oh. Soll ich Freeze nehmen oder Feuerball? Was sagst du, Annie? Freeze. Nimm Freeze. Ist lustiger. Okay, dann nehme ich Freeze. Hast du mittlerweile fertig gekocht? Ich bin schon die ganze Zeit am Essen. Ja. Achso! Der im Rollstuhl, der hat die. Kenn mich da nicht so aus. TLG Carter. Ist das der echte Carter? Gab's schon mal so ein Draft-Duell, das nur irgendwie so 2 Stunden ging? Ja, safe. Ich hab das Gefühl, manchmal haben wir erst irgendwie so um 22 Uhr angefangen. Ich bin so ready, irgendwas zu freezen. Wenn da irgendwas kommt, der Freeze ist drauf. Nee, hasst das, wenn Leute Freeze ready haben. Kein Freeze drauf. Wie ist das denn worden? Was? Wieso Twitch bis heute nicht gefixt, das dass die Benachrichtigung buggen manchmal? Sehe ich nicht. Wir buggen können die das nicht fixen? Sonst hätte ich 10.000 Zuschauer. Das warum ist echt ein Bowler auf der Hand? Warum ist voll Q also, so fucking OP? Was hast du gesagt? Ich lese Condition. Der Friedhof. Wie das Spin. Oh, Friedhof. Also Bixen würde gewinnen, ist die Frage. Das hätte ich ja auch kein Risk genommen. Alter, das Digga, der Graveyard ist ja so. Der Turm, Digga. Jawohl, Junge, Upnate. Digga, Schuh Upplate ist mir so RNG, Digga! Schuh Upplate, Upplate! Schuh Upplate, RNG, Upplate. Wow! Och, Digga, nur weil der Turm auf die Scheiße geht! Ja, zu Recht, BM, weil er Pech hatte, Dummkopf. Nein, das ist doch schwer, wenn das Spiel ist noch schuld. Es ist so unfair. Du hast ihn einfach outpicked. Stark spielen. Warum bist du so sauer? Sam, es ist so unfair. Du hast vorhin Trader Code Bixwin aktiviert und dann connecten die Skelette. Das ist so unfair. Sauer, der Turm geht einfach auf das Mega Main und schlägt. Leute, wenn ihr auch solche Skelette Connects wollt, benutzt Creator Code Bixwin. Ja. Es ist so unfair. Ich mach den jetzt auch rein. Hier fehlt noch ein Giant Deck, also komplett nochmal das Giant Graveyard Deck, hä? Ich benutze immer Creator Code Flowby. Ja, aber du pickst kein Golem. Das bringt dann nicht viel, Mann. Irgendwie nicht so nice. Ich will auch gewinnen. Achso. Wir müssen auch wieder eine Ladderwette machen. Lass doch wieder mal, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Geld im Pool werfen. Oh, Digga, das Swipe, Junge, Alter. Ey, aber ich hab bis jetzt Ladderduell immer gewonnen. Das ist langweilig. Lass mal nächste Season 1000 Euro machen, wer höher finisht. 1000 Euro, wer höher finisht. Oh, aber können wir zu viert eine machen? Nee. Lass mal echt machen. Glaub ich nicht. Nee. Können ja Teams machen. Ja, wir machen Teams. Jeder nimmt einen Inkompetenten. Okay. Ey, lass echt machen, Bixwin. Sam und Morten machen und Schicker Knuck müssen einen wählen. Oder wir beide wählen und dann. Wie ist ja Morten wählen? Wie wählen, hä? Spielfaust. Und dann wird zusammengerechnet am Ende der Season. Aber eigentlich. Nee, lass aber das übernächste Season machen, oder? Weil nächste Season haben wir doch jetzt bald. Wir haben das ja, das ist ja, das läuft ja parallel, hä? Achso, nee, stimmt, das ist ja am Ende. Ja, ich bin lost. Ich bin lost. Lass aber auch wieder mit Checkpoints machen auf Ehre. Das war geil letztes Mal. Da hat man auch in der Mitte der Season Action. Checkpoints. Aber dann nur einen in der Mitte und einen am Ende. Ey, wieso? Lass mehr machen für den Content. Wir haben noch ein Projekt am Anfang. Ja, ja auch, aber das ist ja, dann haben wir mehr Content. Supercell Cash ist tot, hä? Mach was. Ja, aber okay. Oh, ja, lass mal drüber sprechen. Nee, jetzt gute Idee. Aber ich hab Angst, dass Flobby irgendwie aufhört, mit dem zu spielen. Nein, ich hab's nicht. Lukas, danke für den dritten Schatz. Ich spiele mit dem Spark, ich hab's Hexen, Fireball. Und wenn wir Cash, Ewus machen, und Guards, kannst du erinnern, ja, vorstellen. Ja, aber dann auf einmal mit irgendwie der Goblin Drill nochmal released oder so. Ja, dann bräuchte ich ja auch die Win Condition.
Wenn Goblin Drill 2 Punkte released wird, dann hat er Zeit. Aber da gibt es den dritten. Der dritten Wertung ist immer schwierig. Das war ich natürlich nicht geschossen, trotzdem für den dritten. Win Conditions sind E-Golem. Oh ja, ich will 1K nehmen will, aber kann wirklich gerne Sponsor mit dem Loot. Was? So 1K, ich weiß ja nicht, wo du das Geld nimmst. Ja, du musst ja auch irgendwie mal anfangen. Irgendwie ein Shadow Legends Placement irgendwie Planung oder was? Ey, wir könnten echt zu 14 Placement machen und dann einfach daraus das Preisgeld sponsern. Ehre. Ja, was denn? Eventuell Shadow Legends, Clark. Ja, wir können, das können wir mal absprechen. Da wäre echt noch eine Anfrage offen von Raid Shadow Legends. Ja, wir müssen Gas geben. Die neue Season beginnt bald. Okay. Ihr müsst morgen schnell planen. Morgen ist Season End, ne? Ich frage einfach meine Kollegen von Krombacher. Ich wusste, ich hab nur drauf gewartet. Ich hab nur drauf gewartet, Digga. Ohne Witz. Wann machen wir wieder beim Masters mit? Oh nein. Oh nein. Wie, oh nein, das war voll cool. Komplett ja, hat Spaß gemacht. Digga, Mortens Karriere wurde direkt der ersten Stelle beendet. Mein Kopf in Scheiße fliegen. Ausgelacht werden. Nicht mehr können. Ihre. Okay, ich bin auch reingefallen. Die Spells haben Gegner gefallen mir nicht. Feuerball, Pfeile, Mask. Mega, was ist das jetzt? Hast du was? Ja, mein Digga. Jo, du hast ein ganz normales Deck. Jo, das ist ganz normales Deck. Kommt da bitte noch meiner rein, oder war's das? Ja, wahrscheinlich, Digga. Ja, komm, willst du wen willst du haben? What the hell? Alter, das ist wirklich ein gutes Deck. Ja. Die Entfernung, er hat Entfernung, Maskentier, Feuerball, Pfeile. Feuerball, Pfeile, ja. Ja, aber wie will er durchkommen? Aber ich glaube, David wird gekontert. Hä? Glaube ich auch. Aber wie will denn Sir Fred durchkommen, Digga? Er hat MK, Ben, Skelly Barrel. Sir Fred einfach, Ehre. Das Frettchen, Mann. Aber ich check echt nicht, wie soll er durchkommen? Sag doch, Walla. Das Gute ist halt auch, er kann den Snowball mega nice rausbelten mit den Bats, die er hat. Oder der Skelettarmee. Lava, Bridge. Der Goblin Game. Jawohl. Nee, das ist No-Skill. Dafür werde ich dich auch erstmal nicht mehr akzeptieren für eine Weile. Können wir das irgendwie Feuerballen, Poison oder so? Jawohl, Poison, sehr gut. Er wird niemals Damage machen, niemals. Go, der Gegner ist übelst Goat Alarm, Goat Alarm. Goat Alarm, das ist der Mega, der kann nichts zu schreiben. Alarm. Goat. Der MK stirbt gefühlt noch. Das stimmt leider nicht. Gegner, ey. Digga, so wie null, Digga, seine Skellyball Placements. MK ist tot. Ist von der Bandit mitgebracht. Was zur Hölle? Die zwei Hände, das war einfach starkes Spiel. Was willst du? Was laberst du eigentlich? Er wusste, er hat den Infernen vom Outcycle und hat deswegen Lava Bridge gemacht. Ja, und der Gegner hat wirklich gut dann nochmal hier die Kurve gekriegt, Mann. Mega tot, scheiße. Er wusste nicht, was er tun soll, weil er heftig outplayed wurde. Das war wirklich eine absolute Katastrophe. Er hat ja beide gewonnen, oder? Sandro auch, oder? Ja. Okay. Gute Musketier. Oh. So spielt das Musketier bei 1-1 auch immer in die Mitte. Jetzt müssen Morten und Blondie gewinnen. Unter Druck entstehen Diamanten, ne? Ja. Unter Druck entsteht auch ein gebrochener Floppy. Ja, das kann auch passieren. Aber nee, wir nehmen das zerstören. Zu mir der Front, Digga, wie geil. Okay. Wir machen da was anderes draus. Okay, ich bin kann ich reaktivieren irgendwie? Kein Bruch. Bitte. Ey, aber das mit Valorant steht jetzt nur ein Joke, ne? Das machen wir jetzt. Ja, klar. Wie jetzt? Yes. Ja. Ich hab einen neuen Account, mit dem ich einloggen kann. Das heißt, wir facen keine überkrassen Gegner. Das ist sonst scheiße für euch. Aber nicht jetzt. Jetzt. Also nach der Challenge jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das installiert habe. Wie, installierst du jetzt schnell? Los! Aber man kann eh nur, also Flobby, man kann eh erst im Level 20 Rank spielen. Ich bin, glaube ich, jetzt Level 15 erst. Wir spielen kein Rank. Wir spielen einfach anders. Können wir sowieso nicht. Ja, genau, aber müssen wir auch gar nicht. Lass du einfach so... Nein, ich muss das erst installieren, das ist lost. Digi, ich hab's auch erst installiert nebenbei. Ach so, nein, Born, es ist kein neuer Account. Da bin ich raus. Wie, dann bist du raus? Dann spielen wir ohne dich, dann spielen wir nur mit VS. Bist du dabei? Oder Karl? Ich kann nicht mitspielen. Oder ich hab keinen PC. Bro, du hast eine Küche, aber kein PC, hä? Ah. Oh, ich hab nicht mal einen Backofen. Bro, wieso hast du das Ding? Digga, schon wieder kein Backofen. Bro, das ist ein Schallspiel ist. Digga, ja, deine Mom. Aber wieso denn deinstallieren? Ich hab's deinstalliert. Junge. Ich bin viel zu faul, wenn ich ein Spiel nicht mag, es zu deinstallieren. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich hatte keinen Speicher. Digga, was hast du für einen Sponsor? Wir haben hier den Berg als Partner. Bro, du hast doch einen Sponsor, hallo. Hey. Hallo. Hast du nicht sogar ein Video für die gemacht, wie geil die sind? Also es ist wirklich hier... Du hast doch Pimp bei PS5 gemacht. Keine Ahnung, Digga. Also ich würde mir wünschen, dass du ein bisschen ehrlicher zu den Zuschauern bist, so. Das finde ich ein bisschen untransparent, so. Was? Ich trinke Beyond jeden Tag immerhin. Ganz weirde Aussage jetzt.
Das sieht man auch. Was? Darauf erstmal Yonko. Ja. Ja, diese, ich weiß wieder, was du denkst. Sagen wir nicht so, so. Es kann halt, ist Fehler passieren, so. Das ist Java ohne Wertung, sag ich ganz ehrlich. Oh mein Gott. Wie heißt dein, was ist dein Code eigentlich? Morten 10, oder? Ja, macht Sinn, oder? Mhm. Arschritze 3. Wie heißt dein Code, Flobby? Flobby 10. Aber ich hab dir noch keinen genannt. Flobby minus 15. Also, du hast dich aber richtig gehypt. Ich kann gar nicht mehr schlafen. Pass auf, der macht einen Hit. Nerv nicht, Digga. Junge, Sam, wir brauchen dich gleich. Du musst das jetzt zu dir. Digga, Sam, wir brauchen dich gar nicht. Geh weg. Ja, das ist jetzt, weg, brauch ich nicht. Das ist jetzt ein Anti-Mate-Move. Das ist nur ein Spaß. Mann. Brauchen dich, dumm Dödel. Aber Valorant ist eh ein Kack-Game. Aber mit dir macht's voll viel Spaß. Junge, ich wurde vorhin beleidigt 50 Mal. Das war doch alles nur Spaß. Wie, das war Spaß? Junge, hey, das war kein Spaß. Das weißt du doch. Nee, Valorant mag ich nicht. Aber jetzt eher den ganzen Tag spielen. Das ist besser. Stimmt, das ist besser. Valorant ist so ein langweiliges Spiel. Ja, Mann, wenn ich CR spiele, das ist immer voll lang. Nicht langweilig. Du musst mir das Spiel auch komplett. Ich muss aber das Tutorial noch erst spielen gleich. Ja, das dauert aber nicht. Ja, das dauert nicht lange. Glaube ich zumindest. Ja, okay, Bixel hat das noch nie gespielt, Sam. Was, Vado? Ja, das, wir spielen das doch just for fun. Ich finde das so langweilig. Ich finde auch CSGO so langweilig. Okay, okay. Ja, dann lieber Clash Royale. Ja, das ist besser. Da muss ich halt brennen los, Digga. Pass auf, Morten, du bist gerade hops genommen. Nein, in den Ladder. Die haben gerade einen Akt gebracht. Das ist voll gut. Das ist echt gerade. Rein ins Game, Flobby. Naja, wir gehen rein, wir gehen rein. Was, CR hat Abdeck gebracht? Das ist richtig gut. Ja, CR, ja, definitiv CR. Mal schlecht, Clash Mini. Oh Mann. Ey, Clash Mini hat echt einen Abdeck gebracht. Können wir auch wieder reinschauen, Season 2. Haben die echt? Ist das jetzt global released? Ja, ich hab's sogar auf Twitter gesehen, dass das gut gewesen sein soll. Deswegen ist es nicht global released, Flobby. Season 2 kommt morgen raus. Können wir echt mal wieder reinschauen. Aber wie gut sind die Views bei unseren YouTube-Kollegen? Wir gehen mal rein. Man könnte reinschauen, aber warum soll man reinschauen? Wie viele Views sind auf YouTube? Ja, das muss ich erstmal checken, so, ob es sich lohnt. Warte. Also, warum lachst du jetzt Karl der Legend? Naja, irgendwann muss ja anfangen, damit man wieder Klicks hat. Ja, aber das ist nicht normal. Die Games können ja gar nicht anfangen, so, da lohnt sich ja gar nicht. Ja, das heißt, ich andere, ja. Andere sollen das Experiment machen. Morten, hast du meinen Chat noch offen? Ich mach den Chat gerne auf. Ah, okay. 4 neue Minis, ein neuer Held, Clans mit 20 Personen und Raids im Clan gegen NPC-Bosse, okay? Digga, gib dir hart, man, lutsch meinen fetten Schwanz. Ah, Junge. Das höre ich hier, Hilfe. Wie, wer gibt's dir hart, Mann? Hä? Ich hab voll das nice Deck. Einfach also, Global Release von Clash Mini, das ist eine gute Frage, Bruder. Also, ich Clash Mini hat Potenzial. Also, was würdet ihr sagen, prozentual, die Global Release Chance von Clash Mini? 90%. Ich sag 80. Ich sag auch 90. Kairos Time macht immer noch Klicks mit Clash Mini. Ja, Kairos Time macht aber auch komplett OP Videos. Das stimmt. Der macht jetzt so viel Arbeit. In den Videos. Ja. Eigentlich ganz okay. Was sagst du? Also Clash Mini ist halt wie wohl. Ich will, dass es Hype hat. Ja, ich will nicht, Digga, hä? Das wäre nice. Die sollen das nicht stirbt. Guck mal, die haben jetzt ein Update. Eher einen Hype hat. Ich habe ein Update gebracht. Wenn sie es jetzt noch Cobra releasen, das wäre doch mal ganz nice. Dann könnte man es versuchen. Ist CR nicht sogar hyped gerade im französischen Raum und im spanischen Raum? Ja, überall außer Deutschland. Was bringt mir das, Digga? Sag Walla. Überall außer Deutschland. Walla? Gefühlt die Hälfte meiner TikTok-Zuschauer sind alle aus Frankreich. Das habe ich nachgeschaut in den Stats. Ich hätte jetzt Deutsch lernen sollen. Auf einmal kommt einfach Bonjour. Kommt immer Baguette, Fromage. Ich Jawohl! Hallo, der Hunter war so der geil. Ist auch positiv, der Hartmann. Hä, wieso war der nicht dran? Du bist halt wirklich so, also, du spielst hier das Agony King Deck, das ist mir. Also, nee. Ja, das hab ich halt. Sparky Nado, Dark Prince, Mega Man, Doppeltein. Das ist ein richtiges normales Deck. Warum bist du so reut? Ich hör doch mal auf, so zu spielen, Mann. Kannst du dir mal Manieren zulegen? Das ist ja ganz geil. Ey, jetzt doch nicht so Stress machen, Mann. Also, für das Deck, ne? Mit Clash Quest. Warum habe ich so schnell Loses kassiert? Ich weiß nicht, wann Clash Quest rauskommt. Aber Clash Quest hat auch ein paar Updates immer wieder gebracht. Clash Quest nicht mega scheiße? Geht. Aber Clash Quest ist halt kein Game, wozu man Content machen kann. Das ist halt so ein Game wie, keine Ahnung, das spielt halt ab und zu. Kann man auch machen, tatsächlich. Gutes kann man auch Content machen dazu.
Den machst du aber nicht. Also warum nicht? Ja, weil Cashwall dann besser angenommen wurde. Back in the days. Falls du dich daran noch dunkel erinnern kannst. Digga! Stimmt, da war ja mal was. 300 Schaden. Ich war aber wilde Zeiten damals. Das war nicht wilde Zeiten, Mann. Nein, Imagine Clash Royale bekommt einen Hype. Das wäre so broken. Das wäre so geil. Clash Royale Hype. Wir können dafür sorgen. Lass echt die Ladder Challenge machen nächstes. Wir können auch zur sechsten Ladder Challenge machen. 2v2v2 oder 3v3? Aber ich sag mal so, 2v2 wäre schon ziemlich fair. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn man 2v2 macht. Können wir ein großes Real-Turnier machen mit allen Content? Faust und Karl, bis auf die Deck-Variety, ist eigentlich das gleiche. Wie wäre denn so ein riesen Content? Ja, aber wenn man es zu wie wären denn dann die Teams? Karl wäre auf der Stufe von mir und Big Spin und Faust auf Morgan. Flobby, wir sind die beiden Captains. Ja, und wer wäre der dritte Captain? Keiner, Ey, ich muss mich konzentrieren, mein Game ist nicht vorbei. Sam und Faust ist auf dem Karl. Ach, okay. Du meinst 2-3er-Teams? Ja, 2-3er-Teams. Ja, vielleicht ist Karl doch nicht richtig am Platz. Ja, wir sind ein Ladder-Teams. So, Vita-Miles Duell Light. Wer hätte Faust da über Bock drauf, Ladder-Teams? Mag ist Karl. Mag ist Karl. Faust geht auch um Geld. Ach so, ja, dann bin ich dabei. Ja, Ehre. Ja, wenn Faust Bock hat. Dann kannst du vielleicht einen Koch laufen. Der Gegner ist gut. Junge, das ist dann übel geil. Ja klar, natürlich. Also wenn Karl und Faust beide Bock haben, dabei ich hätte Bock. Ich hätte Bock. Alter, das Geile ist, wenn Faust gewinnt, kann ich einfach einen neuen Ofen kaufen. Stimmt. Na. Oha. Das ist ja in der Gesellschaft akzeptiert, die Morden. Dann geht's rund. Gerade denn schon, was soll das? Sehr eigentlich von einem halben in Deutschland nicht, ja, das ist schwierig. Wir machen dann... Kann Supercell dann die Ladder-Wette ein bisschen promoten mit Ingame-Shoutouts und so? Oder wird das dann auch geil. Nicht? Das kriegen wir bestimmt hin, oder nicht? Kriegen wir bestimmt hin, würde ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen. 200 für 8. Also dieses kriegen wir schon hin. Das hat man bei vielen Sachen gesagt. Ja. Egal, wir sind noch drin, Morten, weiter geht's. Klar, Digga, warte. Ne. Yugi Art. Das ist der Yugi Art, oder? Das ist der echte, glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Ja, also wer sich YouTube Yugi Art nennt? Wird probably der echte sein, oder? Hat er wohl ja nicht mega random so. Ja, das stimmt. Hä? Flobby? Ja, ist voll. Ist das Flobby? Flobby. Sam ist das, du Cat. Ja, aber Flobby konzentrier dich. Ja, aber wir müssen jetzt gleich konzentrieren, genau. Da wird schon mal der mentale Support angekurbelt. Alles gut, aber ich jetzt. Was hast du für Spells? Heile Poison. Eben nehme ich nehme ich ein bisschen Hops. Geil, so ein Edgy hinten. Arme Nakoi. Digga, sein Deck ist mega solid. Jo, sein Deck ist echt mega solid. Ja, sein Deck ist echt solid, ja. Quanz. Ja, Mann. Ich glaube, er hat gut gepickt. Leider hat keinen Lock bekommen, mir war klar, dass er Kopf in Burl nimmt. Er ist einfach ein Picker. Ein geiler Picker. Ne. Das hat immer Pfeile wasten. Das tut jetzt ein bisschen Mühe. Ja. Und wenn jetzt eben aufs Brücke kommen oder so, dann. Ja, wird er nicht machen, er muss ja noch verteidigen, Faust. Na, ja, wollt ihr für dieses oder nächste Season machen? Diese Season ist auch bald vorbei. Diese Season ist vorbei, Mann. Also ja, nächste, logischerweise. Ja, lass mal dieses. Oh Mann, ey. Ich hab ja Flobby, jetzt noch 30 Grad. Flobby, push mal ein bisschen hoch, ja? Flobby, geil, Digga. Geil. Nee, Flobby muss ja erst, hat er erst bald zum ersten Bild. Also das wäre sehr ungünstig, dieses Season. Au. Ich hab morgen Handballspiel und muss Montag nochmal aus dem Wetter. Ey, Flobby, wie läuft die Person? Wie läuft alles? Sehr suboptimal. Ja, läuft gut. Ich hab jetzt morgen noch meine Montag. Digga, hat aber so einen günstigen Cycle, der cycelt die immer für mich rein. Ich hab nicht eine Karte. Ja. Also, Ergebnisse habe ich noch nicht aus dem dritten Semester. Und Hausarbeit muss ich noch abgeben, Montag. Wie lange? Musst du noch Master machen, Karte oder ist das dann dann? Wie im Dark Prince oder sowas. Was? Musst du oder wirst du noch einen Master machen, oder? Master gibt's noch nicht. Aber der, also eventuell gibt es einen, wenn ich durch bin mit meinem Studium. Das heißt, kann ich noch nicht sagen. Wie lange studierst du denn? 7 Semester voraussichtlich. Wie lange ist das?
Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Ja, warum lachst du, Karl? Ja, weil das ist eigentlich immer ein Semester halbes Jahr ist. Ja, ich spiel. Aber mein Abi auch nicht, Bruder. Das ja, weiß man aber. Wir brauchen jetzt einen jetzt rein. Ja, ja. Achso, nee, stimmt. Wenn Morten nicht gewinnt, brauchst du gar nicht rein. Ja, dann wieder Morten. Wieder Morten, los geht's, warm aus. Let's go. Rainbow Dash. Junge, ich werde gewinnen mit Flobby, das wird mich ganz fröhlich machen. Das wäre nice, oh, ja. Aber ich sag dir, wie aber müsst ihr jetzt nicht noch beide spielen? Ja, klar, machen wir jetzt, ja. Wir machen beide, wenn wir beide gewonnen haben. Okay. So fröhlich war ich nie. Trau Flobby eher Noose zu als Morty. Hallo Morty. Warum das denn? Morty Boy. Morty besser ist als du. Kannst du doch nicht einfach so sagen. Shorts, piu, 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 piu. Das ist doch im Betracht der Lage. Das ist doch aus. Hacker, GA, Sam, das gibt mir das Deck, was. Das gibt mir Vibes von dem Deck, was du mal damals gespielt hast. Ich weiß, da war ich in deinem YouTube-Video drin. Packer E with Feuerball mit Skellies. Da war Platz 1 oder so. Junge, das war komplett verrückt. Sam, Packer, kannst du wieder. Junge Morten. Ja. Was trägst du da? Mann. Sag meine neue. Earthquake, Poison. Neue Uhr. Jeder einzelne. Der Playmobil-Uhr, sagst du? Selbst Pfeile. Ja, klar, die hab ich aus dem Kaugummi-Automaten gezogen. Ehre, geil. Mega nice. Lobby sagen würde, die 10-Euro-Uhr. Hm? Naja, ist gut. Wieso würde ich das sagen? Voll gut. Letztes Mal wurde meine Kette als 10-Euro-Kette beleidigt. Voll gut. Ja, hä? Was heißt beleidigt? Ich nenne ja meine Uhr selbst 10-Euro-Uhr. Aber die hat gar keine 10 Euro gekostet. Meine schon. Wie jetzt? Warum? Regina ist es nicht. Dann lachst du, Tommy. Regina ist es nicht. Rainbow Dash. Oh, oh, oh. Der Gegner hat jetzt schon verloren. Wann kommt Body dazu zum Video, großer? Das ist gar nicht mega random. Ja, dauert doch, Clash Games, dauert doch. Kann er jetzt einfach Gas haben? Ah, nice! Ehre, der Gegner ist ein richtig geiler Typ. Er lacht einfach, geil. Cooler Typ. Geil, Mann. Ja, aber Hater würden jetzt auch sagen, dass es unverdient ist so. Mich jetzt flame und beleidigen. Okay, ab ins nächste Game. Vlog für Body Transformation habe ich noch nicht genug Body transformiert. Da muss noch ein halbes Jahr oder so ins Land gehen. Dann können wir uns drüber unterhalten. Wo ist Lobby? Oh, ich hab Beta, Digga. Das war doch kein Wintrade. Der hat einfach aufgegeben, oder nicht? Nicht Wintrade. Digga, das gab keinen Wunsch aufzugeben. Ja, aber natürlich. Er hatte irgendwie drei Leaks hier und Packer und Dark Crystal vorhin. Klar. Wie? Hä? Er hat den Baby Dragon und den Packer und den Dark Crystal fast tot. Hätte er die zurückgenommen, wäre das Flawless gewesen. Ey, Kevin, guck mal, ich hab schon ein Bewerbungsfoto. Nein, hab ich nicht gewünscht. Ich glaub, der Nado gemisplaced, oder nicht? Junge, das war ein Wundjade. Junge, was? Ey, du bist jetzt ganz, ganz leise, du Dummkopf. 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 Selber Dummkopf. Vielleicht. Ein Pipi-Mann ist klein. Okay. Ich mein, hab ich einen. Hat sich gereimt. Noll. Deine Mama nervt ihn. Genau so ist der gute alte Türsteher. Sagt er, du kommst nicht rein. Deine Mama nervt. Der Check, welches Casualic du spielst, da entscheidet, ob du reinkommst oder nicht. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Digga, das ist ein Flobby mit. Digga, also. Sam, dein Titel. GT-Duell mit Flobby, aber Flobby mit I. Was? Passiert? Flobby, Biggie, Morten, Morty, Fausti und Kali. Alles mit I machen. Ach du Scheiße, was ich hier. Und, ja, ganz schwieriger Humor, so komplett weird. Nee, kannst du aufhören, meinen Titel-Game zu haten? Someone says you are easy for C, okay, is that true? Ja. Diese Fragen sind so geil, ich liebe das. War das bei mir oder was? Flobby, mein der langsamste Drafter, Morten, der mein neuer Twitter-Post von Daily Leak hat nur 200 Likes, wie mache ich das da 1000 stehen? Gewählt. Wieso hab ich die jetzt nicht? Weil du so langsam gedraftet hast. Wenn ich jetzt deswegen verliere, dann heul ich, Digga. Ja, 200 Likes, das ist eigentlich sogar ganz okay. Egal. Wie, das ist ganz okay, du Cake. Am Ende gewinnt mir der Tornado das Game. Es hat fast 2K, Alter. Digga, ich hab... Es hat keiner bei mir Noti gemacht, das finde ich schade. Wir machen immer Noti hier. Warte, ich kann's machen ab sofort. Ich mach's nicht dann. Aber Digga. Du kriegst das so selten. Das lohnt sich gar nicht. Ja, das ist ja aber dann geil, dann wirst du nicht zugespammt von mir. Der Backstab Sam liebt es, zugespammt zu werden. Ich liebe das. Ich sehe immer jeden Tag 5 Likes von Morten und dann gehe ich mir direkt rein und schreibe Noti. Bei mir steht auch, ja, ich like mein Bild selber, dann hat es 188 Likes, Ehre. Egal, das kann ich nachvollziehen, mach ich auch immer. Der Gegner, der hat doch ein süßes Deck hier. Mein GG-Bot-Tweet auf Savage ist einer meiner erfolgreichsten Tweets aller Zeiten, geil. Ja, das ist auch ein aktuelles Thema so. Stimmt. Mann. Das ist Tagespolitik, ja? True. Das ist, glaube ich, das nicht in die Gruppe gesendet hat. Schade. Savage hat einen neuen Trick gemacht. These two must be removed. Erdbeam und Queen. Da hat er ja recht. Ich glaube, das sieht gar nicht gut aus. Be removed, Digga. Wie gut.
Ja, Miyuffie jetzt nicht, aber er hat auf jeden Fall recht, dass die Aids sind. Er ist auch Aids, so. Er spielt Lava, Digga. Was will er von denen? Junge, wenn Lava, wenn Queen tot ist, dann wird Lava ja komplett bastelt. Stimmt. Ja, das stimmt schon. Warum hat er vor vier Tagen. Aber das haben sie nicht, das können sie im Nachhinein sagen, dass sie das nicht beachtet haben. Konnten aber sie die nicht an. Sie wollen nicht beachten. Wenn Queen schlechter ist, ist Hunter wieder besser. Ein Hunter ist gut gegen Lava. Naja, ich finde Hunter immer auch relativ. Das sagt immer auch richtig hart. Ich finde Hunter besser gegen Lava als Queen. Musketierin ist geiler. Ist das jetzt schon wieder für ein Statement, Karl, hä? Musketier ist irgendwie. Musketier mag ich. Ja, aber die wird geiler, wenn die Queen genervt wird, oder? Junge, du, der Gegner hat ein richtig normales Deck. Musketier ist aber immer von Archer Queen. Du hast 100-0, du hast Zeppis, Eichmagier, Dark Prince, Blinkfaker. Hacker wird sehr schwer zu verteidigen. Die müssten echt mal an der Ability von der Queen was machen. Die macht halt diese so bastard wie selber. Was ist das für eine Skami? Jawoll, jawoll, Comeback! Er hat 100-0, also was Hacker angeht. Ich kann wirklich nicht verteidigen. Oh, das waren die underrateden Zeppis, ich fass es nicht. Ich glaube mit einem Royal Giant. Das waren die underrateden Zeppis, ey. Du musst jetzt aufpassen. Das ist ja Wahnsinn. Fabi, jetzt Fokus, full Fokus, mein Bester. Du brauchst Nade. R3, 4, 5. Fabi, kannst du jetzt bitte raffen? 7. Ah, Digga, jetzt zwischen einfach normales Packer-Deck, what the fuck? Nein, nee, ich mich nicht! Er hat 3! Das war's, er kriegt nicht! Juhu! Nein, aber er hat jetzt Reicht Nado Erdbeam, ist die Frage. Ghost auf die Giga. Ja, das sollte reichen. Soll ich's machen oder nicht? Guck doch auf den Damage! Mach, Digga, mach! Zap, scheiße! Er ist ein Kacke! Nee! Sorry, jetzt hat er Eier verloren, das sagt einfach nie! Pass auf! Ja, Floppy! Hilfe, nein, Floppy, pass auf! Floppy, Bro! Nein, alles easy! Wow! Oh mein Gott! Jetzt hat er gewinnen können! Morten haben gewonnen! Ich dachte die ganze Zeit, er hat eine Garde! Hinter den Packer gespielt, hat er gewonnen! Das war's!